Herzlichen guten Abend und es freut uns, dass auch dieses Jahr die Vortragsreihe schon wieder so gut beginnt und wir wieder ausgebucht sind. Wirklich ein Tipp, buchen Sie rechtzeitig. Alle unsere Vorträge sind immer ausgebucht. Es ist natürlich ein großes Ärgernis, wenn man extra kommt und dann keinen Platz findet. Im Internet oder auch telefonisch auf dem Anrufbeantworter geht beides. Jetzt, mein Name ist Thomas Brudlow, Stadtvorsitzender der ÖDP München. Und jetzt will ich erstmal noch eine Minute verlieren zum Volksbegehren und Ihnen Dankeschön sagen. Das war ja ein historisches Ergebnis. Noch nie haben so viele Leute sich fürs Volksbegehren eingetragen. 1,74 Millionen Menschen sind in 2 Wochen in die Rathäuser gegangen und haben 18,4% der Wahlberechtigten haben sich eingetragen. Das ist ein historischer Erfolg. Danke an alle, die hier mitgeholfen haben, allen voran die ÖDP-Ehrenamtlichen. Am Mittwoch sind wir beim Söder geladen. Ich denke, er wird versuchen, da so eine Hinhaltetaktik zu bekommen und wir werden uns auf keine Spielchen einlassen. Der Gesetzesentwurf ist geschrieben. Wenn die Staatsregierung etwas on top packen will, gerne, immer. Wir sind nicht der Feind des Besseren, überhaupt nicht. Und jetzt schauen wir mal, wir haben auf jeden Fall was Historisches für den Naturschutz erreicht. So, warum machen wir diese Veranstaltung zum Thema künstliche Intelligenz? Das hat ganz viel mit dem ÖDP-Programm zu tun, weil wir immer auf der Seite des Lebens stehen. Und es darf auch imperfekt sein, das muss nicht perfekt sein. Ob das jetzt ein Apfel oder eine Pflanze ist, die vielleicht schrumpelig ist, oder ob das dann in die Tierwelt geht oder dann beim Menschen dann endet und wir dort auch alle Facetten des Menschseins sehen. Und wir glauben, dass sich etwas hier unmerklich, aber ganz gefährlich verschiebt, nämlich zu Ungunsten des Lebens. Und genau das wollen wir heute anschauen, auch diskutieren. Wir haben ja immer im Anschluss an den Vortrag immer noch so 20, 30 Minuten Frage-Diskussionsrunde. Und dazu kann ich nur einladen. Und wer denn, wenn nicht der Dr. Quark, wäre die Person, die wir hätten einladen müssen. Und der hat ja spontan zugesagt. Also Dankeschön erstmal, dass Sie spontan hier zugestimmt haben. Weil er nennt sich nicht nur Philosoph, er hat nicht nur Philosophie und Religionswissenschaften studiert und doziert an ganz, ganz vielen Hochschulen, sondern, und das finde ich spannend, er nennt sich Denkbegleiter und Sinnstifter. Und die zwei Attribute, die haben mir ganz gut gefallen, für ein gelingendes Leben. Und darum geht es uns in der ÖDP, nicht um das 9. Auto und um das 23. Haus, sondern um ein gelingendes Leben in einer Gesellschaft. Und deswegen freue ich mich sehr auf Ihren Vortrag. Dankeschön. Ja, also zunächst einmal ganz herzlichen Dank für die freundliche Begrüßung und Ihnen allen einen wunderschönen guten Abend. Ich freue mich sehr, heute hier zu Ihnen in München reden zu dürfen. Ich sehe irgendwie, in meinem Rücken scheint die Technik ein wenig zu flackern oder es mit der Technik nicht so richtig zu stimmen. Möglicherweise haben sich irgendwelche Technikdämonen hier gegen mich verschworen, weil ich ja über künstliche Intelligenz reden soll. Aber ich kann Ihnen gleich sagen, ich frage mich, wie das mit der KI in dieser Welt werden soll, wenn schon solche kleinen technischen Aufgaben nicht richtig funktionieren. Aber sei es wie es sei, ich hoffe, dass Sie irgendwie gelegentlich auch was von den Charts, die ich für Sie vorbereitet habe, werden sehen können. Ich habe nämlich viel Mühe damit gemacht und von daher wäre es schade, wenn das nicht klappt. Also schauen wir mal, was passiert. Ich selber kann es gar nicht so richtig beurteilen. Ich soll näher ans Mikrofon gehen. Okay, können Sie mich hören da hinten oben? Ja, das scheint zu funktionieren, hinten auch. Wunderbar. Also toll, dass Sie heute Abend gekommen sind, dass auch so viele Menschen gekommen sind. Ich weiß, einige von Ihnen haben auch viel auf sich genommen, um heute Abend hier sein zu können. Und all denjenigen, die viel auf sich genommen haben, möchte ich sagen, es hat sich gelohnt, denn Sie werden heute auch viel Vortrag bekommen. Ich habe mir schon Mühe gegeben, den Vortrag so sehr zu kürzen, wie es irgendwie in meiner Macht stand, aber es wollte mir nicht so recht gelingen. Das heißt, ich werde etwa 75 Minuten zu Ihnen sprechen. Ich hoffe, Sie werden das aushalten können, aber ich verspreche Ihnen einige, wie ich doch glaube, interessante, spannende Gedanken Ihnen vortragen zu können, sodass Sie hoffentlich dann heute Abend um 21 Uhr hier aus diesem Saal gehen mit dem Gefühl, dass Sie auf andere Gedanken gekommen sind, denn das ist es, worum es mir als Philosophin immer wieder zu tun ist. Ich möchte Sie auf andere Gedanken bringen.
So, jetzt muss ich mal schauen. Im Augenblick sehen Sie, wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Vielleicht zwischendrin wieder doch. Wenn Sie da etwas hinter mir sehen, dann sehen Sie, dass ich mir erlaubt habe, für diesen heutigen Vortrag noch einen Haupttitel auszuwählen, der den Untertitel, der, soweit ich weiß, hier in München annonciert worden ist, ergänzen soll, nämlich Menschendämmerung. Dieser Haupttitel ist in gewisser Hinsicht die Antwort auf die Frage, die im Untertitel gestellt ist, nämlich wie verändert künstliche Intelligenz unser Leben? Allerdings ist diese Antwort Menschendämmerung zweideutig, denn, ich glaube, da müssen wir nicht lange darüber diskutieren, eine Dämmerung ist immer eine etwas zwielichte Angelegenheit. Man weiß nicht so sehr, worum es sich handelt. Handelt es sich hier um die Abendröte eines zu Ende gehenden Tages? Indiziert also die Dämmerung einen Untergang? Oder handelt es sich um die Morgenröte zu einem neuen, heraufziehenden Tag? Also das sieht mir eher nach Nacht aus, was hier hinter mir ist. Sie haben ja aber den Titel gesehen, meine Damen und Herren, ich möchte Ihnen eine kleine Frage stellen. Als Sie Menschendämmerung gehört haben, im Zusammenhang mit der Frage, wie verändert KI unser Leben, woran haben Sie gedacht? An die Morgenröte oder an die Abenddämmerung? Wer hat an Morgenröte gedacht? Bitte ein Handzeichen. Okay, und wer an die Abenddämmerung? Okay, also diejenigen, die mit KI irgendwie etwas Zwielichtiges, etwas Beunruhigendes verbinden, scheinen in der Mehrheit zu sein. Wenn Sie mich nun fragen, woran ich denke, Morgenröte oder Abenddämmerung, ist meine Antwort, ich weiß es nicht. Ich glaube, beides ist möglich. Aber die Pointe ist die, dass nur beides möglich ist. Ich glaube, es ist ein Entweder-Oder. Entweder die KI verändert unser Leben insofern, als sie uns in eine künftige Nacht der Menschheit hineinführt, oder aber sie öffnet das Tor zu einem neuen Menschheitstag, zu einer vielleicht höheren, weiteren Stufe der menschlichen Kulturentwicklung. Es ist also nach meinem Dafürhalten nicht ausgemacht, ob das Zwielicht, die Dämmerung, die ich in dieser Welt gegenwärtig wahrnehme, eher auf einen Untergang oder auf einen Aufgang hinweist. Und das hängt eben davon ab, so glaube ich, wie die künstliche Intelligenz unser aller Leben verändern wird. Und damit bin ich nun eben bei der eigentlichen Frage des heutigen Abends, wie verändert KI unser Leben? Wie kann man auf diese Frage eine Antwort geben? Eine Möglichkeit wäre es, dass ich versuchen würde, Sie über den heutigen Erkenntnisstand oder nach dem heutigen Erkenntnisstand darüber zu informieren, was denn die Prognosen uns vorhersagen, was künstliche Intelligenz in der nahen Zukunft in dieser Welt alles modifizieren und verändern wird. Da gibt es reichlich Hochrechnungen, die uns sagen, was da alles auf uns zukommt. Ich habe Ihnen dafür auch eine kleine Übersicht mitgebracht. Wenn ich jetzt so vorgehen wollte, dann könnten wir reden über smarte Wohnhäuser oder über die Digitalisierung in der Arbeitswelt. Wir könnten über die Rationalisierung und den Umbau des Arbeitsmarktes reden. Wir könnten darüber reden, dass KI unzweifelhaft enorm große neue Märkte erschließen wird. Wir könnten uns, wie es mein Kollege Precht zu tun beliebt, über die Notwendigkeit eines bedingungslosen Grundeinkommens verständigen, das seiner Auffassung nach nötig wird, wenn immer mehr traditionelle Arbeitsstellen durch KI ersetzt oder wegrationalisiert werden. Wir könnten natürlich auch sicherlich in einer Stadt wie München, eines der bevorzugten Themen, über selbstfahrende Automobile auf unseren Straßen reden. Oder, sofern Menschen aus dem Sozialwesen bei Ihnen sind, über den Einsatz von Pflegerobotern in Pflegeeinrichtungen, der in Japan inzwischen schon zur Tagesordnung gehört. Wir könnten, wenn wir ein etwas finstereres Kapitel aufschlagen wollten, uns auch über den Einsatz von Robotern beim Militär unterhalten. Oder über ein Thema, das vielleicht viele von Ihnen auch schon mal erprobt haben, weil es inzwischen schon fast zum Alltag gehört, die KI-optimierte Partnersuche, KI-optimierte Kaufentscheidungen oder über die optimierten Roboterassistenten im Operationssaal. Die Liste ist beliebig verlängerbar. Es gibt eine ganze Menge spannender, interessanter Zukunftsthemen, die alle etwas damit zu tun haben, dass Digitalisierung und die Einführung künstlicher Intelligenz unsere Lebenswirklichkeit, unsere Lebenswelt nachhaltig verändern wird. Aber meine Damen und Herren, weil diese Liste so lang ist und weil die Themen so vielfältig sind, die uns hier
als Zukunftsvisionen von den Unternehmen verheißen werden, die sich drauf machen, eine flächendeckende Implementierung der künstlichen Intelligenz im globalen Maßstab durchzuführen. Weil es so ist, möchte ich darauf verzichten, heute diesen Weg einzuschlagen. Der Ansatz, den ich wähle, ist ein anderer. Ich werde mich mit der Frage nach der KI oder mit der Frage, wie künstliche Intelligenz unser aller Leben verändern wird, weder technologisch noch ökonomisch, weder politisch noch soziologisch beschäftigen, sondern mich interessiert, wie man sich philosophisch diesem Thema zuwenden kann. Da denken Sie natürlich, wie soll das anders sein, wenn der uns hier als Philosoph annonciert worden ist. Richtig, es ist meine Deformation professionell, dass ich die Sache mit der Perspektive des Philosophen angehen möchte. Aber ich glaube, es gibt noch einen anderen guten Grund, warum ich das tue, nämlich denjenigen, dass ich glaube, dass es tatsächlich hilfreich und sinnvoll ist, eine, wie ich sagen würde, philosophische Flughöhe zu wählen, wenn man der Frage, wie künstliche Intelligenz unser aller Leben verändern wird, auf eine wirklich angemessene Weise beikommen möchte. Ich möchte nicht sagen, dass die Themen, die Sie hinter mir auf der Wand sehen, das Thema nicht auch würdig angehen würden. Aber mir scheint, wenn wir tatsächlich begreifen wollen, was künstliche Intelligenz in der Tiefe, im Kern mit unserem Leben macht, dann brauchen wir eine, wenn ich so sagen darf, philosophische Flughöhe. Um uns nun auf diese philosophische Flughöhe zu navigieren, schlage ich vor, auch das ist so eine Philosophenkrankheit, dass wir die Ausgangsfrage ein kleines bisschen modifizieren. Sie erinnern sich, die Ausgangsfrage lautet: Wie verändert KI unser Leben? Ich möchte gerne mit Ihnen die Frage diskutieren: Wie verändert KI unser Denken? Das ist doch so richtig philosophisch, und wenn Sie sich einen philosophischen Vortrag gewünscht haben, dann kommen Sie hoffentlich auf Ihre Kosten, denn es soll um das Denken gehen. Ich halte tatsächlich die Frage, wie KI unser Denken verändern wird, für ungleich interessanter als die einfache Frage, wie es unsere Lebenswelt verändert, weil es nämlich das Denken ist, das am Ende darüber entscheidet, wie wir leben. Es ist die Art und Weise, meine Damen und Herren, wie wir arbeiten, wie wir produzieren und handeln, richtet sich nämlich nach der Matrix unseres Denkens. Genauso die Art und Weise, wie wir unsere Welt einrichten und organisieren, richtet sich ebenso nach der Matrix unseres Denkens, nach dem Mindset, mit dem wir uns zur Welt verhalten. Und auch die Art und Weise, wie wir uns zu anderen Menschen und zur Natur verhalten, richtet sich nach der Matrix unseres Denkens. Deswegen interessieren mich heute folgende Fragen. Welche geistige Matrix ist es denn eigentlich, die in den Maschinen und Algorithmen der künstlichen Intelligenz implementiert ist? Wie verändert sich die Matrix unseres Denkens, wenn wir unsere Lebenswelt in den nächsten Jahren, Sie erinnern sich an meine Beispielliste, zunehmend mit künstlicher Intelligenz und den entsprechenden Maschinen durchdringen? Und nicht zuletzt natürlich, was wird aus uns Menschen, wenn die Matrix unseres Denkens durch die umfassende Präsenz künstlicher Intelligenz modifiziert wird? Ich glaube, diese Fragen, meine Damen und Herren, sind keineswegs belanglos. Und dass sie nicht belanglos sind oder warum sie nicht belanglos sind, möchte ich gerne mit einem Zitat illustrieren, das ich bei einem der wichtigsten Pioniere der Computertechnologie gefunden habe. Es trifft sich, das ist, wenn man so will, ein Landsmann von mir ist. Er stammt nämlich aus der Nachbarstadt meiner inzwischen langjährigen Wahlheimat Fulda. Da leben Philosophen, man glaubt es kaum. Aus Hünfeld, und der Mensch, den ich Ihnen vorstellen möchte, ist der hier, Konrad Zuse, der, wie Sie vielleicht wissen, eine der ersten elektronischen Rechenmaschinen gebaut hat. Zuse sagte, die Gefahr, dass der Computer so wird wie der Mensch, ist nicht so groß wie die Gefahr, dass der Mensch so wird wie der Computer. Ist nicht so groß wie die Gefahr, dass der Mensch so wird wie der Computer. Das ist es, was uns blühen könnte, dass wir so werden wie der Computer. Müssen wir also fragen, wie ist denn der Computer?
Oder wer ist denn der Computer? Und das wiederum bedeutet, die Frage zu stellen, welche Matrix eigentlich in die Algorithmen der künstlichen Intelligenz implementiert ist. Die Antwort auf diese Frage lautet, man kann sie in einem Wort zusammenfassen, Dataismus. Ich will sagen, die geistige Matrix der künstlichen Intelligenz ist der Dataismus. Damit komme ich zu meinem ersten Hauptteil. Das können Sie jetzt gerade nicht sehen. Der erste Hauptteil lautet Dataismus. Bevor ich Ihnen nun erklären möchte, was es mit dem Dataismus auf sich hat, möchte ich Ihnen erst einen Gedanken mit auf den Weg geben, von dem ich glaube, dass er für unseren Zusammenhang ausgesprochen wichtig ist. Dieser Gedanke stammt nicht von mir. Wir Philosophen bemühen ja gerne andere groß aus unserer Zunft, um unsere Gedanken zu transportieren. Der Gedanke, den ich Ihnen gerne zum Anfang meiner Ausführungen über den Dataismus vertraut machen möchte, stammt von einem der meist gescholtenen Repräsentanten der philosophischen Zunft, nämlich ausgerechnet von Martin Heidegger, von dem ich allerdings glaube, dass er für das Thema, das hier in Rede steht, alles, was mit Technik zu tun hat, wenn ich so sagen darf, ausgesprochen zukunftsweisende und zielführende Gedanken entwickelt hat. Heidegger sagte, tja, die Technik ist weg, er sagte, nicht wir haben die Technik, sondern die Technik hat uns. Nicht wir haben die Technik, sondern die Technik hat uns. Was will Heidegger damit sagen? Er will damit sagen, dass es unglaublich naiv ist, zu glauben, dass Technik etwas Neutrales ist, etwas gleichsam Jungfräuliches, etwas, das nicht von vornherein uns auf eine ganz bestimmte Weise prägen und bestimmen würde. Dass es naiv wäre zu glauben, dass eine Technik nicht von sich aus Imperative auf uns ausstrahlt, denen wir meistens einfach hin folgen. Wir bedienen ja nicht zufällig unsere Maschinen, nachdem die Menschheit lange Zeit sehr stolz darauf gewesen ist, endlich den Dienst an Fürsten oder Religionen überwunden zu haben. Nein, wenn wir es mit Technik zu tun haben, haben wir es eben nicht mit einem neutralen Instrument zu tun, mit einem Mittel, das wir für alle möglichen Zwecke einsetzen können, sondern Technik ist immer bereits aufgeladen mit einer bestimmten Art und Weise zu denken und zu handeln. Und so ist es letztlich auch mit der Technik, mit der wir es zu tun bekommen, wenn wir uns mit künstlicher Intelligenz beschäftigen. Auch diese Technik ist rückgebunden an eine bestimmte Weise zu denken, an ein Mindset oder wie ich eben sagte, an eine ganz bestimmte Matrix des Denkens. Und zwar in eine Matrix des Denkens, die wir auch rekonstruieren können, von der wir herausfinden können, um welche Art des Denkens es sich dabei letztlich handelt. Es ist die Matrix des modernen, neuzeitlichen Menschen, eine Matrix, die im 18. Jahrhundert entwickelt worden ist und die seither sich in der Denkweise der modernen Welt durchgesetzt hat, zunächst im europäischen Abendland, aber über Kolonialisierung und vor allen Dingen den Triumph der globalen Wirtschaft letztlich überall in der Welt. Es ist dieser historisch gewachsene und in seiner Genese rekonstruierbare Mindset des abendländisch-europäischen Menschen, der in die gegenwärtige Technik implementiert ist. Nur so können wir auch erklären, warum ein solcher technischer Fortschritt, wie er seit dem 17. Jahrhundert in Europa sich zugetragen hat, nicht schon viel früher stattgefunden hat. Die alten Griechen waren ja nicht dümmer als wir. Aber aus irgendwelchen Gründen haben sie nicht einen technischen Fortschritt entfesselt, wie wir ihn entfesselt haben. Und von anderen Weltkulturen einmal ganz zu schweigen. Was können wir sagen? Alle Technik bleibt rückgebunden an ein Mindset, an eine Matrix, an ein geistiges Framework, die sie allererst ermöglicht hat. Und dieses geistige Framework ist in ihr, also in der Technik, jederzeit wirksam und mächtig, auch wenn wir uns dessen zumeist nicht bewusst sind. Wenn wir, meine Damen und Herren, heute Abend danach fragen, wie künstliche Intelligenz unser Leben und unser Denken verändern wird, dann sind wir gut beraten, zunächst einmal zu erforschen, was für eine geistige Matrix denn eigentlich in diese Technologie eingezogen ist. Welche geistige Matrix der künstlichen Intelligenz innewohnt. Nun, die Antwort habe ich Ihnen schon gegeben, jedenfalls habe ich so getan, als ob ich sie Ihnen gegeben hätte, indem ich Ihnen ein Wort zugeworfen habe, nämlich das Wort
Dataismus. Ich glaube in der Tat, dass Dataismus die geistrige Matrix der künstlichen Intelligenz markiert und nicht nur der künstlichen Intelligenz, sondern wenn man das genau nimmt, all der avancierten Technologien, die in den letzten Jahren aus dem Silicon Valley zu uns nach Europa hinübergeschwappt sind. Was hat es also mit dem Dataismus auf sich? Ich muss gestehen, das Wort Dataismus ist nicht meine Erfindung, sondern ich habe es bei einem anderen Autor gefunden, den wahrscheinlich die meisten von Ihnen kennen, ein Bestseller-Autor, der vor einiger Zeit mit dem Buch Homo Deus für Aufsehen gesorgt hat. Sein Name ist Yuval Noah Harari, ein israelischer Historiker. Und Harari sagt in diesem Buch Homo Deus Folgendes: Die interessanteste Religion, die gerade entsteht, ist der Dataismus, der weder Götter noch Menschen verehrt. Er huldigt den Daten. Das ist ein bemerkenswerter Satz. Man merke, Harari, der selber ein Buddhist und bekennender Agnostiker ist, sieht als die geistige Matrix im Hintergrund der künstlichen Intelligenz und anderer Technologien ausdrücklich eine Religion oder jedenfalls eine Quasi-Religion, die zwar nichts Göttliches mehr verehrt, sich aber an eine Stelle setzt, an der vormals die Religion stand und damit einen vergleichbaren Geltungsanspruch erhebt, wie es Christentum, Judentum, Islam oder Hinduismus für Jahrhunderte, ja für Jahrtausende getan haben. Damit, meine Damen und Herren, haben wir nun die Flughöhe erreicht, von der ich anfangs gesprochen habe und auf der ich nun weiter navigieren möchte. Denn ich glaube, dass die Frage, wie künstliche Intelligenz unser Leben verändert, am Ende des Tages tatsächlich eine Frage der Religion ist oder sagen wir es etwas vorsichtiger, eine Frage mit religiösen Ausmaßen, wenn denn Religion etwas ist, das den Menschen sozusagen in toto, in der Gesamtheit seiner Selbstwahrnehmung und seiner Weltwahrnehmung prägt. Sagen wir also, wenn wir es mit der künstlichen Intelligenz zu tun bekommen, Folgendes: Welcher Religion werden wir, wenn die KI über uns gekommen ist, folgen? Wem oder was werden wir künftig dann als einer Gottheit oder einer Quasi-Gottheit huldigen? Diese Entscheidung, meine Damen und Herren, die hier mit der Frage indiziert ist, welcher Gottheit wir huldigen werden, ist es letztlich, an der sich entscheidet, ob die künstliche Intelligenz oder die Heraufkunft, das Kommen der künstlichen Intelligenz eher eine Abendröte oder eine Morgenröte ist. Das muss ich Ihnen erklären und dafür müssen wir darüber nachdenken, was es denn eigentlich mit dem Dataismus auf sich hat. Kommen wir dafür noch einmal zurück zu Harari. Er sagt, dem Dataismus zufolge besteht das Universum aus Datenströmen. Und der Wert jedes Phänomens oder jeden Wesens bemisst sich nach seinem bzw. ihrem Beitrag zur Datenverarbeitung. Und ich zitiere noch etwas weiter. Entstanden ist der Dataismus aus dem rapiden Zusammenfluss zweier wissenschaftlicher Flutwellen. In den 150 Jahren seit der Veröffentlichung von Charles Darwins Schrift über den Ursprung der Arten haben die Biowissenschaften Organismen zunehmend als biochemische Algorithmen betrachtet. Gleichzeitig haben Computerwissenschaftler in den 8 Jahrzehnten seit Alan Turings Erfindung der nach ihm benannten Maschine gelernt, immer ausgeklügeltere elektronische Algorithmen zu entwickeln. Der Dataismus nun bringt beide Entwicklungen zusammen, Biowissenschaften, Computerwissenschaften, und verweist darauf, dass für die biochemischen genau wie für die elektronischen Algorithmen genau die gleichen mathematischen Gesetze gelten. Und weiter Harari: Damit reißt der Dataismus die Grenze zwischen Tieren und Maschinen ein und geht davon aus, dass elektronische Algorithmen irgendwann biochemische Algorithmen entschlüsseln und hinter sich lassen werden.
irgendwann hinter sich lassen werden. Das war nun ein langes Zitat, aber ich glaube, es ist ganz gut geeignet, Ihnen die grundlegenden Signaturen des Dataismus erkennbar zu machen. Ich hoffe jedenfalls, dass aus dem Zitat sichtbar geworden ist, dass es sich beim Dataismus wirklich um so etwas wie eine Religion handelt. Das heißt, um ein geistiges Paradigma, das eine eigene Ontologie hat, das eine eigene Ethik hat, das eine eigene Sicht auf das Leben hat, das eine eigene Anthropologie, also eine eigene Lehre des Menschen hat. Was heißt das konkret? Die Ontologie des Dataismus lehrt, Sein ist nichts anderes als Information, beziehungsweise Sein ist nichts anderes als Daten. Die Naturlehre, so würde ich nennen, des Dataismus sagt, Leben ist Datenverarbeitung. Die Anthropologie des Dataismus, also die Menschenlehre des Dataismus sagt, Menschen, wie im Übrigen alle anderen Lebewesen auch, sind gar nichts anderes als Algorithmen. Und die Ethik des Dataismus lehrt, gut ist, wer oder was auf eine optimale Weise in der Lage ist, Daten zu verarbeiten. Gut ist, wer auf eine optimale Weise in der Lage ist, Daten zu verarbeiten. Merken Sie was? Hier bleibt etwas ungeklärt, nämlich was in diesem Zusammenhang eigentlich optimal heißen soll. Und ich glaube, das liegt daran, dass Harari ein wenig zu kurz greift, wenn er uns die Entwicklungsgeschichte des Dataismus so erzählt, dass Darwinismus auf der einen Seite und Computerwissenschaft auf der anderen Seite beziehungsweise Kybernetik auf der anderen Seite zusammengeflossen sind, um diesen Mindset des Dataismus in die Welt zu bringen. Da fehlt nämlich, nach meinem Dafürhalten jedenfalls, eine dritte Quelle, aus der der Dataismus sich speist. Und diese dritte Quelle ist es, die uns verrät, was eigentlich optimale Datenverarbeitung bedeuten soll. Diese dritte Quelle, die wir unbedingt dazu nehmen müssen, um die Logik und die Matrix des Dataismus zu verstehen, ist nichts anderes als die neoliberale Volkswirtschaftslehre. Und ich denke, erst wenn wir diese drei Einflüsse zusammennehmen, erhalten wir ein wirklich vollständiges Bild des Dataismus. Es ist nämlich, wie ich glaube, die Verbindung der liberalistischen Ökonomie mit dem Darwinismus, die letzten Endes seit den Tagen von Alan Turings erstem Computer den Algorithmen der künstlichen Intelligenz die Richtung weist. Diese Verbindung ist es, die definiert, was es mithilfe von Algorithmen denn eigentlich zu optimieren gilt. Nämlich nichts anderes als den eigenen Vorteil, beziehungsweise den eigenen Nutzen, beziehungsweise alles, was im Dienste von Vorteil und Nutzen steht, was da ist, Profitabilität, Produktivität, Funktionalität, Effizienz. Das heißt, die Gottheit der Quasi-Religion des Dataismus ist bei näherer Betrachtung nichts anderes als der Vorteil des Menschen. Es ist nichts anderes als die Erfüllung unserer Wünsche oder die Befriedigung unserer Bedürfnisse. Und wenn wir es noch genauer fassen wollen, dann ist die Gottheit des Dataismus niemand anderes als der Mensch, dem es gelungen ist, mithilfe von Datenverarbeitung und algorithmisch optimierter Informationstechnologie seinen eigenen Vorteil auf maximale Weise zu optimieren. Diesem algorithmisch aufgerüsteten, optimierten Mensch, optimiert nach Maßgabe der Bedürfnisbefriedigung oder der Erfüllung seiner Wünsche oder dem Verfolg seiner Interessen, hat Harari einen Namen gegeben, und zwar der Name oder den Namen, den sein Buch im Titel trägt, Homo Deus. Damit bin ich, Sie sehen es beim zweiten Teil meiner Ausführung. Jetzt müssen wir uns nämlich die Frage stellen, wer um alles in der Welt soll denn eigentlich dieser Homo Deus sein?
Und um diese Frage zu beantworten, können wir nun dankenswerterweise wieder auf das zurückgreifen, was Harari in seinem Buch geschrieben hat. Und auch dafür möchte ich ihn wieder zitieren. Harari behauptet in Homo Deus, es werde das große Projekt der Menschheit im 21. Jahrhundert sein, dass sie für sich göttliche Schöpfungs- und Zerstörungsmacht erwirbt und den Homo sapiens zum Homo Deus erhebt. Und das bedeutet, dass die neue menschliche Agenda, also auch wieder Zitat Harari, Moment, das habe ich hier, dass die neue menschliche Agenda in Wahrheit nur aus einem einzigen Projekt mit vielen Verzweigungen besteht, nämlich Göttlichkeit zu erlangen. Das, so Harari, ist die menschliche Agenda für das 21. Jahrhundert, Göttlichkeit zu erlangen. Jetzt fragen Sie sich sicher, genau wie ich mich auch gefragt habe, was in Gottes Namen soll das denn heißen, Göttlichkeit zu erlangen? Wenn wir Harari folgen, und ich glaube, da hat er wirklich einen richtig guten Punkt gemacht, dann lässt sich das, was Göttlichkeit hier bedeutet, in drei Attribute auffächern. Drei Attribute, die bisher traditionell Monopoleigenschaften desjenigen Gottes waren, der zumindest in den abrahamitischen Religionen, Judentum, Christentum und Islam, verehrt und angebetet worden ist. Diese drei Attribute heißen Allwissenheit, Allmacht und Unsterblichkeit. Das sind die drei Attribute, die der Homo Deus nach dem, was Friedrich Nietzsche einmal den Tod Gottes genannt hat, nun für sich als Menschen mithilfe technologischer Optimierung, mithilfe künstlicher Intelligenz in Anspruch nehmen möchte. Jetzt fragen Sie sicher, wie will er das machen? Wie will der Mensch diesem Anspruch auf die althergebrachten Prädikate des Göttlichen genügen? Ich will es Ihnen sagen. Drei Dinge sind es. Erster Punkt, die totale Digitalisierung. Die totale Digitalisierung ist, wenn Sie so wollen, das Master-Tool, das Werkzeug, das Homo Deus für sich entworfen hat, um Allwissenheit zu erlangen. Im Hintergrund steckt die praktische Anwendung, der, Sie erinnern sich, Ontologie des Dataismus, die besagt, Sein ist nichts anderes als Information. Oder auch Sein ist nichts anderes als Daten. Die totale Digitalisierung bedeutet dann dementsprechend die Transformation der uns vertrauten analogen Welt, also die Welt, die wir kennen, mit der wir durch unsere Sinne verbunden sind, die wir hören, riechen, schmecken, fühlen können, die totale Transformation dieser analogen Welt in einen Ozean von Daten. Die Instrumente, mit denen diese Transmutation der analogen Welt ins Digitale bewerkstelligt werden soll, sind im Wesentlichen dreierlei. Zum einen das sogenannte Internet aller Dinge. Das heißt, die Idee ist, dass alle Dinge dieser Welt im Internet letztlich zu finden sind und als Daten dort aufrufbar sind. Das Smart Home ist ein sanfter Vorgeschmack auf das, was da gedacht wird. Zum anderen alle möglichen Formen von Scan-Technologien, das heißt die Übersetzung aller möglichen sinnlichen Wahrnehmungen in digital verarbeitbares Datenmaterial. Und nicht zuletzt, wir alle, meine Damen und Herren, sofern wir alle so naiv sind, wie wir es sind, die für das Internet aller Dinge und für den Dataismus erforderlichen Daten willfährig preiszugeben, indem wir unsere Fotos einstellen ins Netz, indem wir dort allerlei darüber erzählen, wen wir so gesehen haben und was wir so getan haben. Die totale Digitalisierung, das ist der Punkt, auf den ich hinaus möchte, verwandelt, wenn wir es genau nehmen, die physische Welt in Informationen. Und wenn das erst einmal geschehen ist, dann ist es ein leichtes, im zweiten Schritt, die zur Information transmutierte physische Welt durch die Algorithmen der künstlichen Intelligenz zu verarbeiten und zu optimieren. Zweiter Punkt, die künstliche Intelligenz. Künstliche Intelligenz ist, Sie ahnen es schon, das Master-Tool, das der Homo Deus sich ersonnen hat,
um seinem Wunsch nach Allmacht beizukommen. Künstliche Intelligenz ist wiederum Anwendung der Grundphilosophie des Dataismus, die Anwendung der dataistischen Lehre, wonach Menschen bei Lichte besehen nichts anderes sind als Informations- oder Datenverarbeitungsalgorithmen. Damit ist das Master-Tool genannt. Es ist der Algorithmus, von dem sich der Homo Deus verspricht, dass er künftig uns Menschen die mühsame Arbeit der organischen Datenverarbeitung und der organischen Intelligenz abnehmen wird. Etwa indem wir der künstlichen Intelligenz mehr und mehr unsere Arbeit überlassen oder dass wir sie damit betrauen, die Produktionsprozesse, die wir brauchen, um uns mit Gütern und Waren zu versehen, auszuführen. Darüber hinaus sind wir dabei, der künstlichen Intelligenz unsere Entscheidungen zu überlassen. Sie wissen vielleicht, dass es gerade auch in Finanzinstituten an den großen Börsenschauplätzen dieser Welt inzwischen nicht mehr so zugeht, dass da Menschen aus Fleisch und Blut Aktien handeln, sondern die Trader und Broker an der Wall Street oder auch in London sind weitgehend von Maschinen ersetzt worden. Künstlichen Intelligenzen, die in Sekundenbruchteilen berechnen, welche Aktie zu welchem Wert am besten wann verkauft werden kann. Naja, und nicht zuletzt, auch das ging durch die Medien, ich komme später nochmal darauf zurück, sind wir auch dabei, selbst unser kreatives Potenzial, unsere kreativen, schöpferischen, künstlerischen Tätigkeiten mehr und mehr der künstlichen Intelligenz zuzuspielen. Auf diese Weise, so scheint es zu sein, können wir früher oder später tatsächlich sämtliche Tätigkeitsformen der menschlichen Vita activa, wie man das einstmals nannte, algorithmisch zu optimieren. Wenn das der Fall ist, meine Damen und Herren, dann wird es wohl tatsächlich so sein, dass wir dem Wunschbild des Homo Deus, seinem Ziel nach Allwissenheit und Allmacht, immer näher kommen. Und vollends, meine Damen und Herren, wird dieses Ziel nach meinem Dafürhalten erreicht sein, wenn es dem Homo Deus gelungen sein wird, auch sein letztes, sein drittes, sein wahrscheinlich höchstes Ziel zu verwirklichen und sich damit tatsächlich an die Stelle des traditionellen Gottes zu setzen, nämlich unsterblich zu werden. Damit komme ich zum dritten Lieblingswerkzeug des Homo Deus, nämlich dasjenige, was man die Cybertechnologie nennen könnte. Cybertechnologie dient mir hier als eine Art Sammelbegriff. Als Sammelbegriff für all das, was in den Versuchslabors im Silicon Valley gerade mit Milliardenbudgets erprobt wird, was man unter die Überschriften künstliche Intelligenz, Robotik, Nanotechnologie, Biotechnologie, Gentechnologie und letzten Endes alle sogenannten Human Enhancement Technologien zusammenfassen könnte. Unsterblichkeit, das, so scheint es mir zu sein, ist so etwas wie der Omega-Punkt. Das letzte Ziel, der Punkt, an dem sich letztlich alle Linien, die in die Zukunft weisen, schneiden sollen. Der Omega-Punkt, den die großen IT-Giganten im Silicon Valley alle auf die eine oder andere Weise avisiert haben, allen voran Google bzw. die Tochterfirma Googles, die den schönen Namen Calico trägt und in deren Firmenstatuten erklärt es, das Ziel dieses Unternehmens sei nicht mehr und nicht weniger als die Überwindung des Todes. Wie das vonstatten gehen soll, verrät uns der Vordenker von Calico, Gründer, einer der führenden Futurologen dieser Welt, der schon lange bei Google sozusagen die Entwicklungsbranche leitet, nämlich Ray Kurzweil, der schon im Jahre 1996 ein damals weiß Gott visionäres Buch geschrieben hat, das den Titel The Age of Spiritual Machines trägt. Kurzweil schreibt darin: We will be software, not hardware. While hardware and bodies will still exist, the essence of our identity will shift to the permanence of our software. Ich weiß nicht, ob Ihnen das, was er hier sagt, auf Anhieb eingängig ist. Ich versuche es noch einmal zu übersetzen. Der Punkt, um den es hier letzten Endes geht, und was das eigentliche Ziel des Homo Deus ist, das ist die Überwindung der Schnittstelle von
der traditionellen organischen Intelligenz, die wir hier unter unserer Schädeldecke mit uns rumtragen, hin zur künstlichen Intelligenz. Wenn nämlich einmal diese Schnittstelle überwunden ist, dann wird es möglich sein, die menschlichen Bewusstseinsinhalte auf dauerhafte Speichermedien zu übertragen. Also etwas flach oder bildlich gesprochen, Sie haben dann einen USB-Stecker in der Rückseite Ihres Schädels und dann ist es möglich, dass Ihr Bewusstseinsinhalt auf eine Festplatte überspielt wird. Und dann aber schließlich drittens noch die Implementierung dauerhafter Speichermedien in dauerhafte, mechanisch optimierte oder hergestellte Cyborg-Körper. Das ist die Vision, die Kurzweil schon 1996 in die Welt gebracht hat und an deren Verwirklichung im Silicon Valley gegenwärtig fieberhaft gearbeitet wird. Und das mit Milliarden Budgets, von denen mittlere Staaten dieser Welt nur träumen können. Wir sehen, als der selbsternannte Erbe des, laut Nietzsche, gestorbenen Gottes der alten Religion, scheint der Homo Deus tatsächlich auf dem besten Wege zur Unsterblichkeit zu sein, die ihm zugleich Allmacht und Allwissenheit bescheren wird. Und nun stellt sich natürlich die Frage, können wir das wollen? Die Frage muss sich jeder Einzelne von Ihnen, die Sie hier vor mir sitzen, stellen. Können wir das wollen? Bevor wir diese Frage aber wirklich beantworten können, müssen wir noch etwas tiefer blicken und noch genauer verstehen, mit wem wir es eigentlich zu tun haben, wenn wir es mit dem Homo Deus zu tun bekommen. Seine Ziele kennen wir ja bereits. Sie erinnern sich? Allwissenheit, Allmacht, Unsterblichkeit. Seine geistige Matrix kennen wir auch. Der Dataismus mit seiner Ontologie, seiner Naturlehre Leben gleich Informationsfluss, seiner Anthropologie, der Mensch ist ein Algorithmus, und seiner Ethik, ein guter Mensch ist ein optimierter Algorithmus. Aber, jetzt kommt der entscheidende Punkt, wir dürfen nicht vergessen, was wir bereits an Erkenntnis gewonnen haben darüber, was hier eigentlich optimiert oder optimal bedeutet. Nämlich der optimale Algorithmus ist der Algorithmus, der unseren Nutzen maximiert und der uns einen möglichst großen Vorteil verschafft. Das müssen wir uns klar machen, wenn wir herausfinden wollen, wer Homo Deus wirklich ist. Er ist nämlich, nach meinem Dafürhalten, nichts anderes als der ins Sakrale gesteigerte Typus des säkularen neuzeitlichen Menschen. Oder in anderen Worten, er ist die Selbstvergottung eines Menschentypus, der keineswegs, und das ist mir ganz wichtig, der Mensch ist, sondern eine mögliche Ausgestaltung menschlichen Lebens nach Maßgabe eines historisch gewordenen und, wie ich schon sagte, in seiner Geschichte rekonstruierbaren Menschenbildes. Der Homo Deus ist nicht die ins Göttliche gekehrte Erscheinungsform des Menschen, quasi als einer naturgemäßen Konstante, sondern als Homo Deus projiziert sich exponentiell gesteigert ein spezifischer Menschentyp in eine nach dessen Dafürhalten leuchtende Zukunft. Will also sagen, der Homo Deus mit seinem Hunger nach Allwissenheit, Allmacht und Unsterblichkeit ist die exponentiell gesteigerte Ausgabe des neuzeitlichen Menschen. Jetzt müssen wir uns aber fragen, wer ist der neuzeitliche Mensch? Und Sie ahnen es bereits, auch darauf habe ich Ihnen eine Antwort mitgebracht. Ich behaupte, der neuzeitliche Mensch ist der Homo Ökonomicus. Was heißt das? Es heißt, dass der neuzeitliche Mensch sich nach Maßgabe eines Menschenbildes entwirft, das folgende Signaturen aufweist. Er ist zunächst einmal der Mensch nach dem Tode Gottes. Da wir ja
bei der Jesuitenhochschule sind, erlauben Sie mir eine kurze Zwischenbemerkung. Tod Gottes bedeutet ja, so hat es auch schon Friedrich Nietzsche, von dem, wie Sie wissen, dieses Wort stammt, nicht, dass irgendwo ein Gott gestorben ist, sondern es bedeutet, dass der Gott, der über Jahrhunderte und Jahrtausende letztlich die Menschen des europäischen Abendlandes inspiriert und begeistert hat, seine Wirksamkeit und damit seine Wirklichkeit verloren hat. Der säkulare, neuzeitliche Mensch interessiert sich nicht mehr für Gott. Oder wie Hegel einmal sagte, das Knie beugt sich nicht mehr vor ihm. Er ist nicht mehr ein religiöser Mensch. Und das ist für den Homo economicus charakteristisch. Zum Zweiten ist er ein Mensch, den andere vor mir auf den Namen Homo faber getauft haben. Das heißt, er ist der machende Mensch, der produzierende Mensch. Und er ist der Homo economicus, also der wirtschaftende Mensch. Diese drei Signaturen des neuzeitlichen Menschen möchte ich mir nun noch ein wenig genauer mit Ihnen anschauen. Als der Mensch nach dem Tode Gottes glaubt der neuzeitliche Mensch nicht mehr an Transzendenz. Er glaubt nicht an ein Jenseits, er glaubt nicht an etwas Göttliches, er glaubt auch nicht an Ewigkeit oder dergleichen. Für ihn erfüllt sich das menschliche Leben vielmehr im Diesseits. Er ist, wenn Sie so wollen, ein rationaler Hedonist und ein Konsument, der für sich, soweit es denn geht, ein Maximum an Glück konsumieren möchte. Nietzsche, den ich schon erwähnt habe, hat einmal diesen Menschentypus damit karikiert, dass er ihm die Worte in den Mund legte: Man hat ein Lüstchen für den Tag und ein Lüstchen für die Nacht, aber man ehrt die Gesundheit. Das ist es, was den neuzeitlichen Menschen etwas spitz charakterisiert, sofern er eben ein Mensch nach dem Tode Gottes ist. Er wird damit zu dem, was ich einen Nutzer oder einen Verbraucher nennen würde. Und meine Damen und Herren, haben Sie sich das schon mal klar gemacht? Wenn Sie so die Zeitung lesen oder die Nachrichten hören oder das Fernsehen hören, im Fernsehen schauen, dasjenige, was man Ihnen dort Tag ein, Tag aus sagt, was Sie seien, ist genau das, was hier steht. Sie sind entweder ein Verbraucher oder Sie sind ein Nutzer. Das ist es, was in der gegenwärtigen Welt vom Menschen geblieben ist. Er ist ein Verbraucher und er ist ein Nutzer, der sein Glück letztlich sich davon verspricht, auf eine möglichst umfassende und möglichst lange Weise Glück konsumieren zu können. Und deswegen lässt er sich natürlich so leicht verführen von den Verheißungen, die da aus dem Silicon Valley, genauer von den sogenannten Transhumanisten kommen, die ihm die Unsterblichkeit oder den ewigen Glückskonsum hier auf Erden in Aussicht stellen. So viel zu der ersten Signatur. Die zweite Signatur des neuzeitlichen Menschen ist, dass er ein Homo faber ist. Das heißt, er ist der machende Mensch. Er ist der Mensch, der seit den Tagen von René Descartes, der einmal die Parole ausgab, der Mensch möge Maître et Possesseur de la Nature sein, Herr und Meister der Natur, über die Natur. Es ist der Mensch, der getrieben ist von dem Wunsch, sich die Natur, sich die Welt untertan zu machen. Die Master-Tools, die er dafür ersonnen hat, sind, da muss ich nicht lange drüber reden, Wissenschaft und Technik. Und natürlich, dieser Ambition, sich die Natur untertan zu machen und sie zu beherrschen, verdanken wir eine ganze Menge. Wir verdanken ihr die enormen Dynamiken des technischen Fortschritts, die uns natürlich eine Flut von Innovationen beschert haben, die das Leben auf Erden tatsächlich leichter machen. Man denke nur an den medizinischen Fortschritt. Wir haben diesem Homo faber, weiß Gott, viel zu verdanken. Er hat viel Gutes bewirkt. Aber spätestens seit 1973, glaube ich, der Bericht an den Club of Rome über die Grenzen des Wachstums erschienen ist, 72, danke, wissen wir auch, dass wir ihm nicht nur manch Gutes zu verdanken haben, sondern auch manch Schlechtes, allem voran eine beispiellose Verwüstung unseres Planetens, Artensterben, Klimawandel, die Vermüllung der Ozeane, die Kontaminierung der Luft.
Diese Ambition nun, sich die Welt untertan zu machen, gipfelt in dem dataistischen Projekt der Allwissenheit, wenn wir uns nämlich anschicken, die lebendige Welt, die physische Welt, die Welt, die wir fühlen, schmecken und riechen können, in Daten zu transformieren. Nach meinem Dafürhalten ist das der bisherige Höhepunkt des menschlichen Herrschaftswillens über die Natur und damit einhergehend aber auch der bisherige Höhepunkt der Entfremdung des Menschen von der Natur. Und es steht, meine Damen und Herren, zu befürchten, dass eine flächendeckende Implementierung von künstlicher Intelligenz in unserer Welt diese Denaturisierung des Menschen auf die Spitze treiben wird. Dass wir uns immer weiter von der Natur entfremden. Und an dieser Stelle möchte ich noch einmal an das Wort von Konrad Zuse erinnern. Die eigentliche Gefahr besteht darin, nicht, dass die Computer wie Menschen werden, sondern dass wir Menschen uns immer mehr an die Computer anpassen und uns auf diese Weise von der Natur entfernen, uns entfernen von der Natur unseres eigenen Leibes, Sie denken an das Projekt Unsterblichkeit, uns aber auch entfernen von der belebten Natur dieser Welt, deren Artenvielfalt, wie wir alle wissen, in den letzten Jahrzehnten drastisch reduziert worden ist. Um den neuzeitlichen Menschen aber in der Tiefe zu verstehen, müssen wir uns schließlich die dritte und wohl maßgebliche Signatur von ihm noch genauer anschauen. Die Signatur, die ich Ihnen bereits mit dem Stichwort Homo economicus nahebringen wollte. Ich zeige Ihnen jetzt ein bekanntes Beispiel des Homo economicus. Sie kennen ihn alle, vielleicht einer der archetypischen Repräsentanten, auch wenn er nicht sehr menschlich aussieht, aber er verhält sich sehr wie Homo economicus. Der Homo economicus ist allem voran gekennzeichnet darin, dass er sich als einen rationalen Egoisten sieht. Sein Gründervater ist der englische Philosoph Thomas Hobbes, der schon an der Schwelle vom 16. zum 17. Jahrhundert den Gedanken in die Welt trug, der Naturzustand des Menschen sei der Krieg aller gegen alle. Und es liege in unserem menschlichen Naturell, dass wir uns in diesem Krieg aller gegen alle behaupten wollen, dass wir uns gegen andere durchsetzen wollen, dass wir Konkurrenten sind. Homo economicus sagt, ja, so ist es. Aber die gute Nachricht ist, das macht nichts. Im Gegenteil, es ist gut, weil es gerade dieser Wunsch von uns ist, dieser Egoismus ist, dieser Wunsch, uns gegen einen Konkurrenten durchzusetzen, der letzten Endes der Motor allen ökonomischen Wachstums ist. Der Homo economicus fragt bei allem, was er tut, was bringt mir das? Was habe ich davon? Und wo ich das so sage, meine Damen und Herren, hören Sie in sich. Dieser kleine Erpel wohnt auch in Ihnen. Der steckt in uns allen. Wir alle sind auch Homo economicus. Das ist auch nicht schlimm. Schlimm ist, wenn wir nur noch Homo economicus sind. Und das Drama ist, dass sich die Geschichte der abendländisch-europäischen Zivilisation seit der Mitte des 17. und 18. Jahrhunderts in diese Richtung entwickelt hat. Und zwar, weil wir unser eigenes Leben und die Welt, in der wir leben, mit all ihren Organisationsformen und vor allen Dingen einer global umspannenden Wirtschaft nach Maßgabe des Homo economicus eingerichtet haben. Der Punkt, der für uns nun am wichtigsten ist, ist, dass die reinste Ausprägung dieser Homo economicus-Denke in einer volkswirtschaftlich-ökonomischen Theorie nachweisbar ist, die entwickelt wurde von einem Ökonom, der dafür, wenn ich richtig im Bilde bin, auch den entsprechenden Nobelpreis bekommen hat, nämlich John Forbes Nash, einem der führenden Väter der sogenannten ökonomischen Spieltheorie. Die ökonomische Spieltheorie besagt, sie lässt sich auf einen einzelnen Satz kondensieren, jeder Mensch will bei allem, was er tut, gewinnen. Jeder Mensch will bei allem, was er tut, gewinnen. Um zu begreifen, was es damit auf sich hat, möchte ich gerne einen Autor zitieren, den ich sehr schätze und der für das Thema, was heute Abend hier in Rede steht, wie ich finde, bahnbrechende Erkenntnisse uns bereitet hat, nämlich der leider viel zu früh verstorbene frühere Herausgeber der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, Frank Schirmacher.
Schumacher hat im Jahre 2013 ein unbedingt lesenswertes Buch veröffentlicht. Ich empfehle es Ihnen allen, sofern Sie es noch nicht kennen, das den Titel trägt Ego, das Spiel des Lebens. Und da äußert er sich über die ökonomische Spieltheorie wie folgt. Er sagt, diese Theorie hatte den Vorteil, dass sie immer funktionierte und das ist der entscheidende Punkt, alles berechenbar machte. Ihr Gegenüber ist undurchsichtig, es wird durchsichtig wie Glas, wenn man annimmt, dass es nur seinen Profit vergrößern will. Ich habe Ihnen das deswegen zitiert, weil es letztlich die ökonomische Spieltheorie ist, die so etwas wie den Transmissionsriemen darstellt, mittels dessen der Homo economicus sich in unsere Computer schleichen konnte. Die Spieltheorie nämlich ist es in ihren mathematischen Ausformungen und Ausformulierungen, die allen im Augenblick im Umlauf befindlichen Algorithmen der künstlichen Intelligenz eingezeichnet ist. Wie sich das zutrug, hat Schumacher minutiös rekonstruiert. Ich biete Ihnen hier eine Kurzfassung dieser Geschichte. Die sieht so aus. Der mit den Formeln der Spieltheorie gefütterte Algorithmus der künstlichen Intelligenz übernahm erst strategische Entscheidungen militär. Da wurde er entwickelt, in den Bunkern des Kalten Krieges im Pentagon. Dann ökonomischen Entscheidungen in Märkten und schließlich immer häufiger soziale Entscheidungen im menschlichen Leben. Er muss nicht intelligent oder intuitiv sein. Er muss nur nach den Regeln der Spieltheorie rechnen können. An diesem Punkt, meine Damen und Herren, sind wir, wenn Sie so wollen, im Herz der Matrix der künstlichen Intelligenz angelangt. Und damit auch im Herz der Pseudoreligion des Dataismus. Die Intelligenz, das können wir jetzt sagen, die uns von den IT-Giganten im Silicon Valley derzeit als künstliche Intelligenz angedient wird, ist eine Intelligenz, die einen ganz spezifischen Intelligenztypus elektronisch simuliert. Ein Intelligenztypus, den der Philosoph Max Horkheimer einmal die instrumentelle Vernunft genannt hat oder der große Soziologe Max Weber als Zweckrationalität bezeichnet hat. Es ist eine Intelligenz, die uns in die Lage versetzt, effizient die Ziele zu erreichen, die wir uns vorgenommen haben. Und zwar dann, wenn wir nur einmal dieses Ziel zu erreichen als Auftrag einer künstlichen Intelligenz übertragen haben. Vielleicht kennt jemand von Ihnen den schottischen KI-Forscher Nick Bostrom, der hat ein berühmt gewordenes Beispiel in Umlauf gebracht, wo er sagt, wenn Sie einer künstlichen Intelligenz den Auftrag geben, die Büroklammerproduktion auf dieser Welt zu optimieren, dann wird diese künstliche Intelligenz nicht eher ruhen, als sie sämtliche verfügbare Minen für die entsprechenden Rohstoffe dieser Welt ausgebeutet hat. Ja, sie wird noch anfangen, Raketen zu bauen, die auf andere Planeten fliegen können, auf denen sie sich mit diesen Rohstoffen versehen kann. So funktioniert künstliche Intelligenz. Sie kann auf eine virtuose Weise, das ist großartig, ein einmal definiertes Ziel verwirklichen helfen. Aber sie stellt niemals dieses Ziel in Frage. Und das macht den Unterschied. Künstliche Intelligenz, die uns als KI heute angepriesen wird, denkt nicht. Sie denkt nicht, weil sie nicht nachfragt. Was sie wohl kann, ist rechnen. Sie kann auf großartige Weise Informationen verarbeiten, aber sie ist eine Homo economicus Intelligenz. In diesem Punkt, darauf möchte ich Sie aufmerksam machen, können wir eine bemerkenswerte Dynamik beobachten, die wiederum von Frank Schumacher in seinem, wie ich schon sagte, großartigen Buch, wie ich finde, sehr treffend herausgearbeitet ist. Diese Dynamik bringt Schumacher auf die Formel, indem er einen amerikanischen Literaturwissenschaftler namens Hugh Kenner zitiert, und zwar mit folgenden Worten. Er sagt, der Computer simuliert den Gedanken, wenn der Gedanke vorher computergerecht definiert wurde. Der Automat simuliert einen Menschen, wenn der Mensch automatengerecht simuliert wurde. Und genau das ist geschehen. Die künstliche Intelligenz, meine Damen und Herren, simuliert den Menschen überhaupt nur insofern,
als wir uns seit den Tagen von Hobbes und Descartes im Abendland vom 18. Jahrhundert an selber zum Homo economicus formatiert haben. Der Homo economicus hat sich technikautomatengerecht formatiert. Und deswegen ist es ein leichtes, mithilfe der künstlichen Intelligenz, den Homo economicus maschinell umzusetzen, sodass er dessen Intelligenzform perfekt simulieren kann. Das heißt, künstliche Intelligenz optimiert nicht den Menschen, sondern den Homo economicus und damit genau denjenigen Menschentypen, dem wir fast alle gravierenden Probleme der Gegenwart vom Klimawandel über soziale Ungleichheiten zu verdanken haben. Mit einem Wort, wenn wir unsere Entscheidung künftig der künstlichen Intelligenz überlassen, laufen wir Gefahr, den Bock zum Gärtner zu machen. Das, meine Damen und Herren, ist die Rückseite des Dataismus. Er ist, wie ich glaube, die Selbstvergottung genau desjenigen rationalen Egoisten, der unseren Planeten in den letzten 100 Jahren an den Rand des Abgrunds gebracht hat. Wenn das so ist, dann ist die Menschendämmerung, die meinem Vortrag den Titel gibt, in der Tat eine Abendröte. Und dann müssen wir uns alle miteinander der Frage stellen, gibt es da noch einen Ausweg? Was kann uns denn noch retten? Jetzt ist es an der Zeit, noch einmal auf den schon anfangs zitierten, vielgescholtenen Martin Heidegger zu sprechen zu kommen. Und zwar auf einen legendär gewordenen Satz, den er im Jahre 1966 in einem Interview mit dem Nachrichtenmagazin Der Spiegel formulierte. Darin können Sie Folgendes lesen. In dem Interview geht es um die weltbeherrschende Macht der Technik. Rudolf Augstein fragt Heidegger, kann überhaupt der Einzelmensch dieses Geflecht von Zwangsläufigkeiten noch beeinflussen? Oder aber kann die Philosophie es beeinflussen? Oder beide zusammen, indem die Philosophie den Einzelnen oder mehrere Einzelne zu einer bestimmten Aktion führt? Also 1966, ja, bestimmte Aktion. Da riecht man schon die aufkeimende Studentenrevolte. Und jetzt Heideggers berühmt gewordene Antwort, zum Mitlesen. Die Philosophie wird keine unmittelbare Veränderung des jetzigen Weltzustandes bewirken können. Dies gilt nicht nur von der Philosophie, sondern von allem bloß menschlichen Sinnen und Trachten. Nur noch ein Gott kann uns retten. Nur noch ein Gott kann uns retten. Sie merken, wir halten die Flughöhe. Wir bleiben auf der Flughöhe, von der ich glaube, dass man sie wählen muss, wenn man die Frage beantworten möchte, wie kann KI, wie wird KI unser aller Denken und Leben beeinflussen? Nur noch ein Gott kann uns retten. Fragt sich nur welcher. Eines, denke ich, ist deutlich geworden, der Homo Deus, der wird es nicht sein. Der ist nämlich nicht die Lösung, sondern Teil des Problems. Welcher Gott dann? Meine Antwort? Nichts anderes als die einfache, banale Realität unseres Lebens. Wir brauchen nicht eine Religion des Dataismus oder die Quasi-Religion des Dataismus, die Harari in seinem großartigen Buch so hervorragend herausgearbeitet hat, sondern was wir brauchen, ist eine Religio, ein lateinisches Wort, das auf Deutsch nichts anderes heißt als Rückbindung an das lebendige Sein dieser Welt. An diese Welt, wie ich es sagte, über die wir mit unseren Sinnen, mit unserem Fühlen, Riechen, Schmecken und Tasten jederzeit verbunden sind, die uns aber mehr und mehr entgleitet. Je mehr wir in der Denke des Homo Faber und des Homo Economicus uns von der Natur entfremdet haben. Und fragen Sie aber, wie kann denn eine solche Religio geschehen? Was müsste dafür passieren? Meine Antwort ist folgende. Ich glaube, wir brauchen eine dialektische Wendung. Die KI, und ich bleibe beim Thema, gibt uns zu erkennen, wie ein exponentiell gesteigertes Menschsein nach Maßgabe des Homo economicus aussieht. Darüber haben wir gesprochen. Und der Punkt ist jetzt der, ich bitte Sie da aufmerksam zu sein, gerade darin zeigt sie uns, was den Menschen
letztlich von der künstlichen Intelligenz unterscheidet. Gerade darin zeigt sie uns, was uns als Menschen so sehr ausmacht, dass wir es nicht durch künstliche Intelligenz simulieren können und dass wir auf keinen Umständen preisgeben sollten. Ich meine also, dass die KI uns den Weg zu einem viel umfassenderen Blick weisen kann, was Menschsein wirklich bedeutet, was uns Menschen in der Tiefe unseres Seins auszeichnet, was wir wirklich sind, jenseits des Menschenbildes von Homo economicus oder Homo Deus. Ich glaube also, dass die KI uns tatsächlich anregen kann zu einem geistigen Paradigmenwechsel, in dessen Folge wir nicht mehr nach Maßgabe der künstlichen Intelligenz beziehungsweise der in ihr implementierten instrumentellen Vernunft entwerfen, wer wir Menschen eigentlich sind, sondern in deren Folge wir dahin kommen, die künstliche Intelligenz in den Dienst eines lebendigen und authentischen Menschseins zu nehmen. Und ich glaube, das ist es, worauf es am Ende doch ankommt. Dass nicht wir den Imperativen dieser Technologie folgen, die letztlich die Imperative des Homo economicus sind, sondern dass wir dahin kommen, den Imperativ zu befolgen, den Adrian Kreie, Sie kennen ihn vielleicht, Kulturchef oder Feuilletonchef der Süddeutschen Zeitung, als Titel für ein kürzlich von ihm erschienenes wunderbares Buch, das ich Ihnen allen empfehlen möchte, gegeben hat, nämlich Macht euch die Maschinen untertan. Darum wird es gehen, aber wir können uns diese Maschinen nur untertan machen, wenn wir wissen, was wir wollen. Und dafür müssen wir wissen, was es bedeutet, Mensch zu sein. Wir brauchen einen anderen Mindset, ein anderes Paradigma, eine andere Rückbindung an das Leben. Nochmal die Frage, wie kann das geschehen? Meine Antwort, indem wir genau auf das achten, was die KI nicht kann. Und indem wir darauf achten, was die KI nicht kann, eine geistige Matrix für das 21. Jahrhundert gründen. Das heißt, ich glaube, KI kann unser Denken und Leben durchaus zum Guten verändern. Aber nur dann, wenn sie uns dazu zwingt, endlich wieder den Realitäten, und zwar den physischen Realitäten unseres menschlichen Daseins, ins Auge zu sehen. Auf die Uhr, ich bin schon drüber, aber ich erspare Ihnen nicht den vierten Teil, denn jetzt muss ich Ihnen noch etwas sagen über den Homo humanus. Den menschlichen Menschen, den lebendigen Menschen. Ich sage ja, worauf es nach meinem Dafürhalten ankommt, worauf alles ankommt, das ist, dass wir wieder der Realität des physischen menschlichen Lebens ins Auge sehen. Und nicht nur ihr ins Auge sehen, sondern sie als etwas würdigen, was uns Menschen adelt. Was ist das? Ich glaube, der fundamentale und unüberbrückbare Unterschied, der den Menschen gegenüber der künstlichen Intelligenz auszeichnet, ist unsere Sterblichkeit. Genau hier, wo wir am fragilsten sind, wo wir am zerbrechlichsten sind, vielleicht auch am ängstlichsten und am furchtsamsten, genau hier verläuft die, wie ich es nenne, unüberschreitbare Demarkationslinie zwischen Mensch und Maschine. Genau hier wird sichtbar, warum die künstliche Intelligenz den Menschen vielleicht auf eine virtuose Weise, zumindest in seiner Zweckrationalität und instrumentellen Vernunft simulieren, aber niemals ersetzen kann. Und hier wird außerdem erkennbar, warum es für uns verhängnisvoll sein wird, wenn wir uns anschicken, diese Demarkationslinie überschreiten zu wollen und uns in unsterbliche Maschinen zu verändern trachten. Ich möchte nun abschließend in groben Zügen Ihnen ein Bild davon vermitteln, welches Menschenbild sich hier für eine neue Religio, eine neue Rückbindung an das lebendige Sein dieser Welt abzeichnet. Also welches Menschenbild es sein wird, dass wir, an dem wir Maß nehmen können für die Gestaltung unseres Lebens und unserer Gesellschaft, wenn wir uns zukünftig eben nicht mehr nach Maßgabe des Homo economicus oder der künstlichen Intelligenz entwerfen und uns mit dieser Weise ihren Imperativen unterwerfen, sondern wenn wir uns nach Maßgabe dessen entwerfen, was künstliche Intelligenz nicht ist, um sie nämlich menschlichen
physischen Maßstäben zu unterwerfen. Es sind wieder drei Stichworte, die ich dabei näher anschauen möchte. Das erste Stichwort: Lebendigkeit. Die Realität des Lebens, meine Damen und Herren, und ich glaube, da sage ich Ihnen nichts Neues, lautet schlicht und ergreifend: Leben ist endlich und Leben ist leiblich. Unsere Sprache sagt es ja so schön: Der Mensch lebt nicht nur, sondern er leibt und lebt. Wenn wir der Endlichkeit unseres Leibes entkommen wollen, meine Damen und Herren, dann zahlen wir dafür einen hohen Preis. Und dieser Preis heißt Lebendigkeit. Und es ist die Frage, ob wir das wollen. Ich für meinen Teil glaube, dass es uns in Wahrheit nicht um Quantität geht, sondern um Qualität. Das heißt, es geht uns doch, wenn wir ehrlich sind, gar nicht darum, möglichst lange zu leben, sondern es geht uns darum, möglichst tief zu leben, möglichst gut zu leben, möglichst lebendig zu sein. Nicht Unsterblichkeit ist der tiefste Wunsch unserer Seele, sondern Lebendigkeit, der Wunsch, die in uns angelegten Potenziale wirklich zur Entfaltung, zur Blüte zu bringen. Vielleicht war jemand von Ihnen unlängst in dem wunderbaren Film Bohemian Rhapsody, Freddie Mercury, Who Wants to Live Forever? Ist hier jemand unter uns, der das gerne wollte? Es traut sich natürlich keiner. Ja, danke, danke, danke. Ja, es gibt doch ein paar. Ja, es ist ja auch nichts Neues. Die Menschheit wollte immer schon ewig leben. Aber sie ist noch nie auf die Idee gekommen, die Spanne des diesseitigen Lebens ad infinitum zu verlängern. Man versprach sich das ewige Leben von einer Transmutation, dass der Leib zurückbleibt und die Seele in einer anderen Welt ewig lebt. Aber nein, heute wollen wir es anders haben. Aber der Punkt, auf den ich hinaus möchte, ist ein ganz anderer. Ich glaube, Lebendigkeit, wirklich blühendes Leben, kann sich überhaupt nur entfalten vor dem Horizont des Todes. Es ist gerade das Bewusstsein unserer Begrenztheit, das in uns die ganze Kraft von Begeisterung und Lebensfreude weckt und lebendig macht. Dasjenige, was die Griechen Eros nannten. Ich habe in dem Zusammenhang ein schönes Zitat gefunden von einem Freund von mir, Andreas Weber, ein Biologe, der sagt: Den Eros des Lebendigen zu begrüßen, heißt nichts anderes als das Sterben können, die Unvermeidlichkeit des Scheiterns hinnehmen. Und er folgert daraus: Die Spielregeln des Lebens besagen, dass wir versuchen sollten, so lebendig wie möglich zu sein. Und gerade darin anerkennen sollten, dass wir vollkommen sterblich sind. Das wäre es also. Die Tragödie annehmen, nicht davonlaufen, nichts entschärfen. Darin besteht der Irrtum der Moderne, dass sich das Drama verhindern ließe. Doch der Versuch, es zu verhindern, macht es nur schlimmer. Transhumanismus, also die Verlagerung organischer Intelligenz in künstliche Intelligenz oder die Transmutation von analogem Leben in digitale Informationen, es macht alles nur schlimmer. Warum? Weil wir uns mehr und mehr von unserem physischen Sein entfernen und weil wir dann verlernen, lebendig zu sein, weil wirkliche Lebendigkeit eben nur dann möglich ist, wenn wir uns in unserem physischen, leiblichen Sein der Endlichkeit oder die Endlichkeit bedingungslos annehmen. Rückbindung, Reliquio an die Realität des lebendigen Seins bedeutet also nichts anderes als Ja sagen zum Tod, Ja sagen zur Endlichkeit. Das, meine Damen und Herren, ist, wie ich glaube, die erste Lektion, die wir im Gegenüber zur künstlichen Intelligenz erlernen können. Die zweite Lektion betrifft das Thema Sinn. Ich sagte es schon, künstliche Intelligenz kann zwar auf eine virtuose Weise ausrechnen, wie wir am besten, am schnellsten, am effizientesten, am billigsten, am günstigsten, am profitabelsten unsere Ziele erreichen, unsere Interessen bedienen und unsere Wünsche erfüllen können, aber sie sagt uns nichts darüber, ob diese Ziele, Bedürfnisse und Interessen auch sinnvoll sind. Aber genau darum ist es doch, uns Menschen letztendlich zu tun. Es geht uns doch bei allem am Ende immer darum, dass wir uns in unserem Sein und die Welt in ihrem Sein auf irgendeine Weise bejahen können. Und das gerade vor dem Hintergrund unserer Endlichkeit.
Man kann auch andersherum sagen, überhaupt nur weil wir endlich sind, stellt sich ja uns die Frage nach dem Sinn. Überhaupt nur weil unsere Lebensspanne beschränkt ist, hat jeder einzelne Augenblick, der uns gewährt und geschenkt ist, einen unendlichen Wert. Und nur weil wir diesen Wert erkennen wollen, fragen wir nach dem Sinn. Wäre die Dauer unseres Lebens endlos, würden wir jede Perspektive für Sinn und Wert verlieren. Wir könnten dann zwar endlos Dinge konsumieren, wir könnten endlos unsere Bedürfnisse befriedigen, aber wir würden nie eine wirkliche Erfüllung finden. Und zwar eine Erfüllung, die uns dann auch unseren Frieden mit unserer Endlichkeit machen ließe. Auf diese Weise, meine Damen und Herren, käme die Kultur zum Erliegen. Denn alles, was Menschen an Kultur hervorgebracht haben, verdankt sich letztlich diesem Impuls, Sinn und Wert in der Welt zu manifestieren. Aber nochmal, es geht uns um Sinn. Es geht uns nicht, wie Homo Deus uns glauben machen möchte, um Macht. Oder um noch eine Autorität zu zitieren, Viktor Frankl, der große Psychologe des 20. Jahrhunderts, der sagte, der Wille zum Sinn, und das war gegen Nietzsche gerichtet, nicht der Wille zur Macht bestimmt unser Leben. Aber gerade dieser Wille zum Sinn, der wird an der künstlichen Intelligenz irre. Denn die künstliche Intelligenz, nochmal, kann uns keine Sinnperspektiven eröffnen. Sie weiß nicht, was es heißt, sterblich zu sein. Das wird sie auch niemals wissen. Wie gesagt, diese Demarkationslinie ist nie zu überschreiben. Kein Algorithmus wird jemals wissen, wie es sich anfühlt, sterblich zu sein. Und deswegen kann selbst der ausgeklügelste Algorithmus aus rein logischen Gründen niemals etwas anderes tun, als Sinn zu simulieren. Auch im kreativen Bereich. Es gibt großartige Musik, die von künstlichen Intelligenzen kopiert ist. Aber sie spricht nicht in der Tiefe zu uns, weil sie nicht vom Sinn spricht. Und so ging es mir auch mit diesem Bild, was Sie hinter mir sehen. Sie haben es vielleicht gesehen, das erste von einer künstlichen Intelligenz gemalte Bild, das die Menschheit je gesehen hat. Simulierter Sinn, meine Damen und Herren, befriedigt aber nicht unseren Hunger nach Sinn. Genauso wenig, und das wissen Sie alle, das wette ich, wie simulierte Liebe ihren Hunger nach Liebe befriedigen kann. Wir brauchen wirklichen Sinn und den finden wir nur in der analogen Welt. Wenn wir uns also in der Zukunft immer mehr mit künstlicher Intelligenz umgeben, laufen wir Gefahr, uns immer mehr von der für unsere Lebendigkeit entscheidenden Erfahrung von Sinn abzukoppeln. Die KI, um es nochmal auf den Punkt zu bringen, kann uns vieles abnehmen, aber sie wird uns nie Antworten darauf geben, was es bedeutet, ein gutes und sinnvolles Leben zu führen. Und gerade deswegen, glaube ich, ist es so wichtig, dass wir wieder lernen, uns in unserer fragilen und gebrechlichen Endlichkeit zu bejahen. Eben weil es die Bejahung des Todes ist, die uns dazu bringt, wirklich lebendig sind, und weil es die Bejahung des Todes ist, die uns dazu antreibt, die Spanne unseres Lebens mit Sinn zu füllen. Wenn wir das tun, dann können wir letztlich auch die dritte Signatur eines wirklich lebendigen Menschseins ausprägen, die wir im Gegenüber zur KI erkennen können. Und damit komme ich nun wirklich zum Schluss. Ich glaube nämlich, KI kann uns zwar ad infinitum mit Wissen versorgen, aber sie kann uns nie Weisheit offenbaren. Was den Menschen von der KI unterscheidet, ist nämlich, dass die KI zwar virtuos Antworten geben kann, aber keine Fragen stellen. Und da haben Sie es schon mal erlebt, dass Sie eine allgegenwärtig geläufige KI, nämlich das Navigationssystem in Ihrem Auto, dass Ihnen das eine Frage stellt. Sie fragen das Navigationssystem, wie komme ich am schnellsten von A nach B? Oder vielleicht auch ohne eine Autobahn zu nutzen. Und die KI berechnet Ihnen virtuos die richtige Antwort. Aber ich habe noch niemanden bei meinen Zuhörern jemals gehört, der in dem Punkt interveniert hätte, wo ich sagte, Ihre KI hat Sie noch nie gefragt, warum willst du dahin? Welchen Sinn hat das, dass du jetzt heute nach Jenbach in Tirol fährst? Könntest du nicht auch zu Hause bleiben? Das ist wichtig, ja, weil es zeigt, die KI fragt nicht. Aber Weisheit, meine Damen und Herren, ist letztlich immer etwas, das aus Fragen geboren wird. Und zwar aus Fragen nach Sinn. Wir können mithilfe der KI immer mehr Wissen über die Welt generieren,
Aber sie hilft uns eben nicht dabei, dieses Wissen, diese Information auch zu verstehen. Das heißt, sie daraufhin zu befragen, ob sie gut oder nicht gut, ob sie sinnvoll oder sinnlos sind. KI, um es nochmal so rum zu sagen, trägt uns immer mehr Wissen zu, aber sie sagt uns nicht, wie wir dieses Wissen auf eine gute Weise, wie wir es weise anwenden können. Und zwar so, dass es im Dienste unseres endlichen Lebens steht. Und zwar so, dass es im Dienste unserer Sehnsucht nach Lebendigkeit steht. Und zwar so, dass es im Dienste unserer Sehnsucht nach Sinn steht. Alles zu wissen ist kein Ausweis von Weisheit. Weisheit zeigt sich darin, und das hat kein anderer so virtuos gelehrt wie die Galionsfigur der abendländischen Philosophie, Sokrates. Weisheit zeigt sich darin, alles in Frage stellen zu können. Und die KI, die das tut, ist, soweit ich jedenfalls weiß, auf lange Sicht nicht absehbar. So, ich komme zum Schluss. Ich habe Ihnen dem Homo Deus einen Homo Humanus, einen menschlichen, lebendigen Menschen gegenübergestellt, der sich mit der menschlichen Weisheit, mit menschlichem Sinn und vor allen Dingen mit menschlicher Endlichkeit bescheidet. Angesichts der Grenzen der KI, die Schönheit dieses Menschen zu entdecken und darauf eine neue Zivilisation zu gründen, das könnte nach meinem Dafürhalten die Morgenröte einer neuen Zeit sein. Das setzt freilich voraus, dass wir den Verführungen und Verheißungen des Dataismus widerstehen und eine andere, eine echte Religion gründen, eine Religion der Lebendigkeit, die getragen ist von der Religio, also der Rückbindung an das analoge, physische Sein dieser Welt. Dies wäre dann nach meinem Dafürhalten eine ökologische Religion, eine ökologische Religion der Rückbindung an die leibliche und physische Natur, der dem menschlichen Drang nach Naturbeherrschung eine Absage erteilt. Sie wäre ferner eine soziale Religion des menschlichen Miteinanders anstelle der ökonomischen Egozentrik des Homo economicus. Und es wäre allem voran eine menschliche Religion, die der Logik des Lebens folgt. Die Logik, die sagt, wachsen, gedeihen, blühen, Frucht tragen, welken und sterben. Ich möchte meinen Vortrag beenden mit einem Zitat eines Romanciers, der, wie es gute Dichterart ist, all das, was ich Ihnen sagen wollte, in drei Sätzen verdichtet hat. Es handelt sich um H.D. Lawrence, und den Satz finden Sie in seinem skandalumwitterten Werk Lady Chatterley's Lover. Und der lautet so: Vitally the human race is dying. It is like a great uprooted tree with its roots up in the air. We must plant ourselves again in the universe. Wir müssen lernen, uns neuerlich ins Universum einzupflanzen. Lassen Sie es uns gemeinsam versuchen. Dankeschön. Herzlichen Dank. Vielen, vielen. Dankeschön, danke. Vielen, vielen hat. Geht nicht. Herzlichen Dank. So, nochmal. Hallo, hallo. Vielen. Also, hören Sie mich? Hören Sie mich? Ja, okay. Vielen herzlichen Dank für diesen Flug durch die Philosophie. Auf hoher Höhe, würde ich sagen. Ich hoffe, Sie konnten da was mitnehmen und wir haben jetzt noch eine Fragerunde. Wenn Sie neben dem Homo Humanus auch noch ein Homo Politicus werden wollen, dann sträuben Sie sich nicht. Sie können ja einfach bei uns mal Mitglied werden, mitarbeiten, auch ohne Mitglied zu werden. Das Ganze ist nur möglich, dadurch, dass ganz viele ehrenamtliche Menschen sich hier zusammengetan haben und versuchen, dem
täglichen Wahnsinn etwas anderes entgegenzustellen. Das versuchen wir halt, das gelingt uns manchmal, manchmal nicht, das müssen wir mit Demut und mit Bescheidenheit so hinnehmen, wie es halt ist, aber wir versuchen es. Jetzt zu den Fragen, und der Klaus geht von links hinter und kreist es einmal ein und geht dann auch noch in die Galerie. Bitte schön. Ja, vielen Dank. Bitte nur Fragen, keine Co-Referate nach 30 Sekunden spätestens. Nein, ja. Okay, kein Problem. Ich verspreche, mich dran zu halten. Erstmal vielen Dank für den interessanten Vortrag, Herr Dr. Quark. Jetzt folgende Frage dazu. Wenn wir mal bei dem letzten Punkt bei der Religion mal stehen bleiben und mal die These von Ihnen einfach mal so akzeptieren, dass so um den 17. Jahrhundert herum dieser Homo economicus so Überhand genommen hat, dann drängt sich ja irgendwie die Frage auf, ob vielleicht das auch etwas mit dem Verlust von Religiosität zu tun hat. Das ausgerechnet in der Zeit, sage ich mal, der Aufklärung und des Rückgangs der Religion eben dieses, wie Sie es jetzt genannt haben, Denken so Überhand genommen hat. Da könnte man sicherlich einiges zu sagen, ob das wirklich so ist, aber nehmen wir das mal als These. Und dann fragt sich natürlich, na schön, wenn der moderne aufgeklärte Mensch immer sagt, also er braucht keine Religion und er ist im Grunde genommen ohne Religion, ja, wir brauchen keine, hat das dann nicht dieses Ganze befeuert sogar in dem Falle und hat dazu geführt, dass genau dieses, sage ich mal, Homo economicus so entstanden ist. Ja? Also schlicht der Verlust an Religiosität dieses befeuert hat. Dankeschön. Dankeschön. Ja, wir warten sofort. Schön, dass Sie vom Verlust der Religiosität sprechen und nicht der Religion. Das ist der Punkt, auf den ich gerne hinweisen möchte. Religiosität trifft das, worum es mir geht. Ich glaube, dass die Befreiung der Aufklärung von religiösen Dogmen, der Ausgang des Menschen aus seiner selbstverschuldeten Unmündigkeit, wie Kant das genannt hat, ein wirklich wichtiger evolutionärer Schritt in der Menschheitsgeschichte gewesen ist, hinter den wir auch nicht zurückfallen sollten. Aber was damit eben auch verloren gegangen ist, ist diese Religio, diese Rückbindung an eine Dimension der Wirklichkeit, die wir für ein erfülltes, lebendiges Menschsein dringend brauchen. Diese Religio hatten am Anfang mal die großen religiösen Systeme herzustellen, versucht und auch erfolgreich hergestellt, sonst wären die nie so groß geworden. Aber mit den Jahren hat sich das verschliffen. Die religiösen Systeme, Ordnung, Dogmen, Ethiken und so weiter, Moralen haben sich verselbstständigt und die Religion war nicht mehr in der Lage, den Menschen diese Religio zu ermöglichen. Was mir für die Welt von morgen vorschwebt, ist nicht eine neue Religion, so wie es die alten Religionen waren, aber diese Rückbindung, dieses sich wiederum öffnen, dieses sich einwurzeln in das lebendige Universum, in die lebendige Natur. Das ist es, wovon ich wirklich glaube, dass es uns Menschen zu retten vermag. Nur noch ein Gott kann uns retten. Der Gott ist diese Welt selber. Ja? Es ist das lebendige Leben. Und uns daran zurückzubinden, ist nach meinem Dafürhalten das Einzige, was uns in die Lage versetzen wird, einen geistigen Mindset zu entwickeln, der für uns stark und kraftvoll genug ist, dass er uns in die Lage versetzen wird, die wunderbaren Errungenschaften der künstlichen Intelligenz, die auf uns zukommen, auf eine lebensförderliche Weise zu nutzen, anstatt der Gefahr zu erliegen, dass sie sich gegen das Leben kehren, weil sie eben den Homo economicus implementiert haben. Das ist der Punkt. Also ich glaube, der Verlust der Naturbezogenheit, die Entfremdung von der Natur, das ist die Religiosität, die uns heute teuer zu stehen kommt. Dankeschön. Nächste Frage bitte. Ich bin hier. Wenn der Homo humanus jetzt sich der Natur wieder zuwendet und aber doch überall um uns eigentlich schon Strukturen künstlicher Intelligenz sind, wie geht der Homo humanus damit um? Also kann er diese künstliche Intelligenz für seinen neuen Weg nutzen oder würde es dann bedeuten eine totale Abkehr von Handy, WhatsApp, Facebook, alles? Also ich glaube, ist es dann der Biobauernhof ohne Internetanschluss oder... Nein, also, wie dringt diese künstliche Intelligenz dann noch ein? Ich bin, weiß Gott, kein Maschinenstürmer. Ja? Ich glaube, das ist ja, also wir können das uns so nicht aufhalten. Ja, dafür ist da viel zu viel finanzielle, ökonomische und auch politische Macht hinter dieser ganzen Dynamik, die da auf uns zukommt. Deswegen Totalverweigerung halte ich nichts von, auch wenn ich tatsächlich als Vater von zwei pubertierenden Kindern glaube, dass man den Kindern gelegentlich mal das Handy wegschließen sollte. Das tun wir auch. Und es schadet ihnen nicht, kann ich Ihnen aus eigener Erfahrung sagen. Ich muss aber auch dazu sagen, das macht meine Frau. Ich mache mich dann immer lieber aus dem Staub, weil ich die Furie meiner Tochter fürchte. Aber wie dem auch sei. Nein, ich glaube, das ist ja der Punkt, auf den ich hinaus möchte. Ne? Diese Technologien können auch segensreich werden. Ja, wenn wir wirklich dahin kommen,
dass wir eine klare Idee davon haben, wofür wir sie denn anwenden wollen. Nehmen wir den Bereich Medizintechnik. Ja, ich weiß, es ist provokant, was ich jetzt sage, aber kann es der Sinn der Übung sein, sozusagen das Sterben ad infinitum zu verlängern? Ist es wirklich sinnvoll, hochentwickelte Technologien dafür einzusetzen, Menschen, die eigentlich mit ihrem Leben schon abgeschlossen haben, künstlich am Leben zu erhalten? Oder werden wir sagen, dafür werden wir diese Technologien eben nicht anwenden? Und vielleicht sagen wir auch, wir wenden diese Technologien dafür nicht an, irgendwelche absurden, wirklich verblödenden Computerspiele, es gibt auch gute, aber es gibt auch verblödende, unseren Kindern zuzumuten, sondern wir sagen, da schaffen wir einen gesetzlichen Rahmen, der genau das unterbindet. Aber wir sind im Augenblick noch viel zu weit davon entfernt, an den Punkt zu kommen, wo wir eben so ein geistiges Framework haben, das uns diesen Wertehorizont gibt, ja, dieses Koordinatensystem, wo wir sagen können, wollen wir nicht. Deswegen ist der Imperativ von dem Adrian Kreie, so gut ich den finde, macht euch die Maschinen untertan, so lange verpufft der, wie wir nicht wissen, was wir denn eigentlich mit diesen Maschinen dann auch machen wollen. Und deswegen ist es mein Anliegen, eben sozusagen diese Flughöhe zu wählen und zu sagen, wir brauchen eine Vision, eine Idee davon, wie wir auf diesem Planeten leben wollen. Und eine solche, eine Vision, die so umfassend ist, dass sie im Prinzip in eine Kategorie gehört, die ursprünglich oder früher einmal mit dem Begriff der Religion besetzt war. Ich glaube, das ist es, was wir brauchen. Und ich glaube, wir sind gar nicht so weit davon entfernt. Wir müssen nur anfangen, mal darüber zu reden. Und mich freut es, dass wir das heute Abend tun können. Dankeschön. Ja, ich fand Ihren Vortrag sehr interessant, aber ich sehe eine große Gefahr, die Sie da eben verschwiegen haben, die Angst, mit der dort gearbeitet wird. Schauen Sie doch mal, die Bildung wurde erhöht, aber alle anderen werden ausgegrenzt dadurch. Und die, mit Digitalisierung wird ja jetzt auch mit Söder wird eine wahnsinnige Angst erzeugt. Und es dient dazu, andere Völker dann praktisch machtlos zu machen. Okay. Da sprechen Sie natürlich den Punkt an, dass mit einer solchen Technologie auch natürlich ganz konkrete, handfeste Machtinteressen einhergehen. Und zwar nicht nur ökonomischer Art, die sind ja im Prinzip offensichtlich. Ich sage nur, wie ist das Ding, Cambridge Analytica, sondern eben auch politischer Art, ne? Wo da beides sich sogar noch miteinander verbunden hat. Dem müssen wir natürlich ins Auge sehen. Und es ist natürlich immer eine sehr beliebte Markteinführungsstrategie für neue Technologien, dass Ängste geschürt werden, um dann sozusagen diese Technologien als dasjenige andienen zu können, was uns hilft, diese Ängste zu zerstreuen. Diese Dynamik ist klar, aber ich für meinen Teil, und das schließt an das an, was ich gerade sagte, glaube eben, dass wir zu einer wirklichen zielführenden Transformation unserer Gesellschaft niemals kommen dadurch, dass Angstszenarien implementiert werden, sondern ausschließlich dadurch, dass wir positive Anreize schaffen, wie man das sagt. Das heißt, wir brauchen eine positive Vision davon, wie wir leben wollen. Und das Schöne ist, die Geschichte, zumindest unsere europäische Geschichte, die anderen kenne ich nicht so gut, lehrt, dass das möglich ist. Mein Musterbeispiel ist immer die Renaissance. Italien im 15. Jahrhundert, da sind ein paar Leute, die auf die Idee kommen, eine neue Form von Lebendigkeit zu propagieren, in ihrer Kunst, in ihren politischen Manifesten zum Ausdruck zu bringen. Und sie haben damals es wirklich geschafft, einen Kontinent wie Europa für diese neue Vision eines nicht mehr von den Dogmen der Kirche geknechteten freien Lebens zu begeistern. Warum sollte uns das heute, wo wir alle Kommunikationsmittel der Welt haben, nicht auch gelingen? Wir müssen es versuchen. Dankeschön. Sie haben ja, hier bin ich, genau, Sie haben ja Ihren Vortrag mit der Prämisse eigentlich angefangen, dass die Technik unseren Geist sozusagen präformiert. Wie hoch, und jetzt haben Sie aber im Schlussteil selber ein Menschenbild sozusagen entwickelt, was eigentlich dieser massiven Präformierung unseres Geistes durch die künstliche Intelligenz, wie Sie es dargestellt haben, ja eigentlich sehr stark widerspricht. Wie hoch schätzen Sie denn dann die Chance der Realisierung Ihres wünschenswerten Menschenbildes ein? Das könnten unsere Wahlergebnisse sein. Sehr hoch, nicht sehr hoch, ja. Aber Sie wissen ja auch, man kann es immer noch steigern. Ja. Das ist noch Luft nach oben. Tun wir ja. Genau. Also ich glaube, es ist so. Jetzt, ich muss persönlich antworten. Ja?
Und das fällt mir immer ein bisschen schwer vor so großem Publikum, weil es ist ein bisschen eine Glaubenssache. Ja? Aber ich habe gerade das Beispiel der Renaissance erwähnt. Ich vermute mal, dass auch wenn Sie einen der Vordenker des italienischen Humanismus, sagen wir Pietro Pomponazzi oder Massimo Ficino, gefragt hätten, 1450, glaubt ihr, dass sich eure Ideen in Europa durchsetzen werden können, die auch so ähnlich reagiert hätten wie ich gerade? Aber was eben die Geschichte lehrt ist, es gibt diese merkwürdigen epochalen Zäsuren in der Menschheitsgeschichte, wo plötzlich wie ein Buschfeuer sich ein Spirit ausbreitet, von dem vielleicht 20 Jahre vorher noch keiner ahnen konnte, dass der da ist. Ich habe so das Gefühl, dass unsere Welt, in der wir leben, gerade hier auch im europäischen Bereich, irgendwie hochschwanger ist, mit einem neuen Spirit, mit einer neuen Deutung des Lebens, mit dieser neuen Matrix oder einem neuen Narrativ oder wie immer man das nennen möchte, dass wir im Prinzip eigentlich gute Chancen haben, gerade jetzt auch, wo die künstliche Intelligenz halt heraufdämmert und uns mit einer Wirklichkeit konfrontiert, in deren Spiegel wir uns Menschen neu entdecken können. Ich glaube, es ist ein guter Timeslot, ja, der uns tatsächlich in die Lage versetzen kann, einen Aufbruch zu wagen. Und wenn das gelingt, dann bin ich davon überzeugt, wenn einmal dieser Spirit in die Segel fährt, dass dann sozusagen das Schiff der Menschheit oder des Menschentums relativ schnell in Fahrt kommen kann. Aber der Geist weht, wo er will, sagt die Sprache nicht zufällig. Und deswegen wage ich hier keine verlässliche Prognose, ob er nur will oder nicht. Nur mal interessant, unser Volksbegehren war ja nicht nur in Bayern erfolgreich, sondern wir wurden tags darauf von allen Bundesländern, von allen Organisationen dort angerufen, die wollen das kopieren. Wir tragen das sozusagen gerade nach ganz Deutschland, nach ganz Europa raus. Das könnte so ein Rettet die Bienen und das hat die Leute hier angesprochen und jetzt geht's weiter. Also vielleicht. Ich möchte den Vorredner, da möchte ich mich mal anschließen, diese Gedanken, die Sie entwickelt haben. Bitte lauter und Frage. Der Homo economicus ist ja im Grunde genommen eine Begrenztheit des Denkens, des heutigen Denkens. Jetzt hat Frank Schätzing in seinem aktuellen Buch ja genau darüber hinaus gedacht. Die künstliche Intelligenz hat Sinn entwickelt bis hin am Ende zu Bewusstsein. Würden Sie sowas für möglich halten, wenn man die Begrenztheit des heutigen Denkens aufgibt? Das ist möglich, also zumindest nach dem, was die Vordenker der KI uns prophezeien oder prognostizieren. Ich meine, ich kenne mich jetzt, was die Technik angeht, zu schlecht aus, um da eine verlässliche Prognose abgeben zu können. Aber mal gesetzt der Fall, eine künstliche Intelligenz erreicht den sogenannten Zustand des Superlearning und wird zu einer Super-KI. Das heißt, sie prägt irgendwie so etwas aus wie Bewusstsein. Dann bleibt immer noch die Demarkationslinie, von der ich sprach, und deswegen reite ich so darauf herum, die ist die alles Entscheidende. Eine künstliche Intelligenz, deswegen heißt sie künstliche Intelligenz und eben nicht organische Intelligenz, wird niemals ermessen können, was es bedeutet, den Tod in sich zu tragen. Und sterben ist etwas anderes als verschrottet werden. Es ist etwas, was jederzeit allgegenwärtig in jeder Zelle unseres Lebens anwesend ist, präsent ist. Und genau diese Anwesenheit und Präsenz des Horizontes der eigenen Endlichkeit ist es, die menschliche Kultur, menschliche Zivilisation und menschliche Lebendigkeit allererst möglich macht. Diesen Punkt wird eine künstliche Intelligenz niemals erreichen können. Sie wird es maximal simulieren können, aber sie wird niemals die Qualitäten menschlichen Kulturschaffens erlangen können, die wir sozusagen über eine lange Spanne Zeit zu Wege gebracht haben. Und dieser Punkt, der ist mir nicht deswegen wichtig, um triumphalistisch zu sagen, ha, wir können was, was ihr nicht könnt. Dieser Punkt ist mir nur deswegen wichtig, weil er uns auf das zurückwirft, worauf wir sozusagen unser Augenmerk lenken sollten, wenn wir begreifen wollen, was es bedeutet, Mensch zu sein und auf diese Weise in ein Maß an Lebendigkeit zurückzufinden, das wir irgendwie verloren haben in der Strecke der Geschichte. Dankeschön. Wunderbar. Erstmal vielen Dank für einen ganz wunderbaren, inspirierenden Vortrag. Ich würde gerne anknüpfen an den Punkt Renaissance als Beispiel.
weil wir gerade darüber gesprochen hatten, sozusagen, dass in Europa so eine Idee entstehen könnte. Jetzt sind wir ja leben in einer globalen Welt. KI ist kein regionales Thema, sondern ein globales Thema, sodass wir ja eigentlich diesen Mindset, diese geistige Matrix ja auf einer globalen Ebene entwickeln müssten, um es zu beeinflussen. Wie realistisch sehen Sie das, dass das möglich ist? Ich glaube, dass das sehr realistisch ist, weil der Punkt, auf den es mir im Wesentlichen ankommt, ist ja einer, der, wenn Sie so wollen, universal ist. Nämlich Rückbindung an das lebendige Sein dieser Welt. Ja, das finden Sie im daoistischen China, ja, das finden Sie im indischen Hinduismus, das finden Sie in sämtlichen indigenen Kulturen dieser Welt. Sie finden es auch in der europäischen Tradition. Da müssen wir ein bisschen zurückgehen, im Prinzip in die Vorneuzeit, aber in der antiken Kultur haben wir es auch hier bei uns, egal auf welche antike Kultur Sie blicken. Letztlich geht es eigentlich um ältestes Menschheitswissen. Ich denke mir manchmal sogar, es ist kein Zufall, dass gerade in dieser Zeit irgendwo das Interesse an den indigenen Kulturen wieder so stark wird, ja, und dass plötzlich bei den Vereinten Nationen Schamanen reden dürfen, weil es wirklich um dieses ganz grundsätzliche Basale geht, ja, aber jetzt nicht um sozusagen die Uhr zurückzudrehen, sondern um unter Mitnahme all der zivilisatorischen kulturellen Errungenschaften, die wir auf dem Weg durch die Geschichte uns angesammelt haben, wieder an den Punkt zurückfinden, wo wir uns begreifen als Teil der belebten Natur. Das ist unsere Adel, das ist unsere Schönheit, das ist unsere Würde. Und daraus sozusagen eine globale Zivilisation zu bauen, scheint mir der überhaupt nur einzig mögliche Weg zu sein, wenn man denn aus nationalen Egoismen oder Eurozentrismen oder dergleichen hinausfinden möchte. Nicht unbedingt, dass wir über alles Bisherige hinausgehen, sondern dass wir wieder in den lebendigen Wurzelgrund zurückfinden. We must plant ourselves again in the universe. Und ich glaube, das kann man in Lateinamerika genauso wie in Grönland, in der Mongolei oder in Australien. Dankeschön. So, noch 3-4 Fragen und dann beenden wir es ja. Worum es dabei meiner Meinung nach geht? Da ist er. Ja. Bei dem, worüber Sie gerade gesprochen haben, geht es für mich darum, um das Verständnis, dass eigentlich alles eine Energie ist. Dass wir alle meinen, wir wären abgetrennte Individuen, aber sowohl beim Hinduismus als auch beim Daoismus ist das Verständnis da, dass eigentlich alles eine Lebensenergie ist, die sich ausbreitet. Alles, was wir alle im Moment teilen, ist der Moment. Das ist das, was uns alle verbindet und wir alle teilen diese Energie. Die Frage bitte? Ja. Darf ich Ihr Statement schon kommentieren, bevor Sie Ihre Frage stellen? Bitte. Was Sie sagen, ist völlig richtig. Was mir aber ganz wichtig ist, ist, dass wir zum einen, sage ich mal, diese große Einheit des lebendigen Universums vor Augen haben, aber gleichzeitig von einer tiefen Wertschätzung für die bunte, vielfältige Mannigfaltigkeit dieser Welt geprägt sein. Das Leben prägt sich in Individuen aus. Und jedes Individuum ist eine vollgültige Manifestation dieses einen großen Lebens. Und ich glaube, was wir brauchen, ist nicht sozusagen so eine, das haben Sie nicht gesagt, ja, so eine etwas wabernde Alleinheitsmystik, ne, sondern ein waches Bewusstsein für die unermessliche Schönheit der bunten Vielfalt dieses Lebens. Im Wissen darum, dass wir letzten Endes alle getragen sind von dem einen großen Strom eines kosmischen Lebens, das uns alle transzendiert und übersteigt und an dem wir alle gemeinsam teilhaben. Gut. Hat es Ihre Pferde? Dankeschön. So, jetzt mal schnell hier vorne. Ganz kurze Frage hier unten und dann gehen wir gleich hoch. Ganz kurze Frage. Sie haben gesagt, können wir das wollen? Und Sie haben dann darauf hingewiesen und gesagt, wir brauchen Lebendigkeit, wir brauchen Sinn und wir brauchen Weisheit. Robert Keegan hat mal gesagt, Immunity to Change. Sind wir überhaupt in der Lage zu erkennen, was wir wollen? Und ich habe mal bei Google gearbeitet und da wurde the moment of truth definiert in dem Moment, wo der Mensch noch nicht weiß, was er in der Zukunft tun wird und Google ihn in dem Moment manipulieren wird. Wenn man sieht, was da, und Sie haben gesagt, wie viel Geld dahinter steckt, was da passiert, sind wir überhaupt in der Lage, über reines Denken zu wissen, wer wir sind und was wir wollen? Und wenn nicht, welche alternativen Möglichkeiten gibt es?
Also als Philosoph muss ich natürlich sagen, selbstverständlich können wir das, aber nein, so ist es eben nicht. Ja? Was ich nur sagen möchte ist, unser Denken ist tatsächlich so etwas wie das Betriebssystem unseres Gehirns. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir philosophieren und uns quasi über unser eigenes Denken Rechenschaft ablegen und uns fragen, wie ticken wir denn eigentlich? Ne? Ich halte schon dafür, dass diese, ich sag mal, diese Grunddynamiken, die ich unter der Überschrift Homo Humanus versucht habe zu skizzieren, tatsächlich so etwas sind wie Axiome des physischen Menschseins. Sie betreffen, das ist mir ganz wichtig, haben Sie ja gemerkt, sozusagen unsere physisch analoge Realität. Und dafür müssen wir gar nicht groß denken, sondern dafür brauchen wir eigentlich nur ein einigermaßen waches Gespür für das, was gleichsam in unseren Zellen, in unserem ganzen Sein, in unser DNA, wie man so sagt, angelegt ist. Und das hat eben etwas mit unserer Endlichkeit zu tun. Sofern wir endliche Wesen sind, haben wir diesen Hunger nach Sinn. Ich glaube, das hat der Viktor Frankl wirklich großartig herausgearbeitet. Und ich glaube, diese Erkenntnis ist eine, die, wenn sie einmal ausgesprochen ist, auch die Menschen dazu bringt, sozusagen zu nicken und zu sagen, wenn ich es mir genau überlege, stimmt es eigentlich. Ja, also es kann nicht darum gehen, dass wir eine neue, wie soll man das sagen, jetzt eine neue Philosophie oder eine neue Dogmatik in die Welt tragen und versuchen, damit die Welt zu beglücken. Es geht darum, Lebensformen auszuprägen, Sprachformen auszuprägen, die diesen Spirit, ja, diese Religio, eben wie es bei jeder guten Religion der Fall war, erlebbar machen. Dass wir Ausdrucksformen finden, Lebensformen finden, wie wir wieder die Rückbindung an die beseelte, lebendige Natur hinbekommen. Und ich glaube, das ist die große Menschheitsaufgabe, vor der wir stehen. Da braucht es die Vordenker, aber es braucht genauso die Künstler und die Querdenker und die Spinner und auch die Menschen, die mit Technik umzugehen vermögen, die dem eben eine physische Gestalt geben. Aber mein Job als Philosoph ist es nun mal zunächst mal diesen Horizont zu markieren und zu sagen, lasst uns gemeinsam auf diesen Horizont zugehen, jeder nach seinem Vermögen. Dankeschön. Noch zwei Fragen von der Galerie. Drei, okay. Ja, Flughöhe, jetzt kann ich mal nach oben gucken. Also auch vielen Dank von hier oben für diesen sagenhaft schönen und angenehmen Vortrag aus meiner Sicht. Zwei Aspekte haben mir ein bisschen gefehlt. Das eine ist Gottes Willen. Der Homo economicus ist ja so für mein Dafürhalten reduziert auf den Homo industrialis. Es gibt ja auch Teile der Welt, da gibt es den noch gar nicht. Ist ja diese Zweiteilung unserer Weltgesellschaft, reich, arm und so weiter, ist das eine. Und das andere ist der Aspekt, der mir gefehlt hat, wie die Religio mit dieser extremen exponentiellen Verdichtung des Homo Humanus oder Ökonomikus umgeht. Offen gestanden, den zweiten Teil Ihrer Frage habe ich nicht richtig verstanden. Die Verdichtung, die Bevölkerungsexplosion und so weiter. Okay, also ich fange erstmal mit dem ersten Teil an. Nur das gibt mir Gelegenheit, danke für die Frage, nochmal vor einem Missverständnis oder ein mögliches Missverständnis auszuräumen. Der Homo economicus ist nicht der Mensch der Wirtschaft. Ja, deswegen habe ich ja auch so ein bisschen erwähnt, der steckt in uns allen drin. Ja, wo wir anfangen danach zu fragen, was habe ich davon, was bringt mir das, ist schon ein Stück Homo economicus in uns aufgestanden und aufgewacht. Und ich glaube, einfach transportiert durch diesen ökonomischen Mindset, ja, auch durch eine Konsumgüterindustrie, die genau von diesem Mindset lebt, ist er schon wirklich ziemlich flächendeckend in die Herzen der Menschen eingesickert. Vielleicht noch nicht bei indigenen Kulturen im Amazonasbecken, aber ansonsten ist er schon wirklich weit verbreitet. Auch nicht jeder Mensch, der Unternehmen führt oder Wirtschaft betreibt, ist ein ausgewiesener Homo economicus. Ja, ich kenne Unternehmer, die sind viel mehr Homo ludens, also eher spielerische Menschen, die Lust haben, was zu unternehmen. Die ticken ganz anders. Also da möchte ich einfach vor dem Missverständnis warnen. Ich möchte hier keine Unternehmerschelte oder sowas betreiben. Ja, es geht wirklich um diesen letztlich rational hedonistischen Egoisten. Und Bevölkerungsexplosion. Es ist natürlich einfach schwer zu prognostizieren, aber ich denke halt einfach, wir haben heute Kommunikationsmedien, mit denen wir flächendeckend quasi die Menschen erreichen können. Und dieser Umstand sollte es auch ermöglichen, ein verändertes geistiges Paradigma zu transportieren. Wenn überhaupt, dann geht es nur so. Ja, nochmal, es geht darum, dass wir uns die KI tatsächlich nutzbar machen und das ist natürlich ein Kommen und Gehen. Ja, also wir müssen erstmal mit diesen Medien arbeiten, um sie aber letzten Endes in unsere Verfügungsgewalt zu bringen. Und ob es gelingt, ob uns die Zeit dazu bleibt, ich weiß es nicht, aber mir ist bislang jedenfalls nichts Besseres eingefallen.
So, danke schön. Zwei Fragen noch und dann machen wir alles andere, machen wir bilateral. Ja, es gibt auch übrigens Bücher draußen. Wir haben einen Büchertisch, auch die kann man mitnehmen und alles nachlesen. Richtig, Homo economicus. Kaufen Sie was. Ja, meine Frage wäre auch, bewegen wir uns mit der Disziplin der Philosophie, deren Medium ja das Denken und Reden ist, wie Sie schon gemeint haben, in der richtigen Disziplin, um ein Problem zu lösen, das ja das Denken erst geschaffen hat? Und wäre nicht als Gegenstück, als Lösung eine Hinwendung zum Fühlen und Tun notwendig? Und ich fand es sehr, sehr spannend, dass Sie meinten, wir müssen wissen, was es bedeutet, Mensch zu sein. Also wäre es nicht eine spannende Frage, was es heißt, zu fühlen, Mensch zu sein, im Sinne der Lebendigkeit? Völlig einverstanden. Ich bin ganz bei Ihnen, was der Punkt angeht. Ich glaube, wir brauchen tatsächlich eine Philosophie, die uns ins Fühlen bringt, ins Spüren bringt, die den Menschen auch in seiner Ganzheit wirklich ernst nimmt. Aber wir brauchen eben, glaube ich, trotzdem die Philosophie. Ich meine, wir haben den Kahn in den Dreck gezogen, wir müssen ihn noch wieder rausholen. Ja, so glaube ich jedenfalls. Das steht dann schon auch in der Verantwortung des Denkens. Aber was kann das Denken leisten? Es kann im Prinzip nur den Raum bezeichnen, ja, markieren, indem wir sozusagen neue Formen des Fühlens, des Spürens entwickeln können. Aber die Überrationalisierung, die unsere Kultur seit dem 18. Jahrhundert vollzogen hat, ist ganz sicherlich nicht der probate Weg. Da würde ich es eher mit der Romantik halten, die schon um 1800 herum dagegen protestiert hat. Dankeschön. Und die letzte Frage, bitteschön. Ja, ich dachte gerade schon, die Frage geht in die Richtung, ob nicht die Psychologie die angemessenere Disziplin ist, weil wir doch sehr stark beeinflusst sind von Unbewussten. Ja. Ja, die Frage, die ich habe, ist, könnte zum Thema Gott kann uns retten nicht auch das KI-System Gott sein? Und was wäre dann die Frage uns retten? Was würde uns retten? Oder wer ist eigentlich uns? Und dann wäre also ganz pointierte Frage, hätte nicht ein gutes KI-System, und die Frage, wie kriegen wir das, auch die Bienen gerettet und vielleicht schneller und viele andere Sachen noch gerettet? Antwort nein, weil ein KI-System nicht weiß, was es bedeutet zu sterben. Und deswegen das kann der Mensch, glaube ich, auch nicht. Er simuliert auch nur. Der Mensch simuliert den Zustand des Sterbens auch nur. Ja, das ist eine sehr kühne These, die Sie da vortragen, aber ich glaube, wir alle fühlen in uns, was die Perspektive der Endlichkeit bedeutet. Und ein Gott, was immer das heißen mag, der uns zu retten vermag, muss uns, glaube ich, so nahe sein, dass er uns in diesem zutiefst menschlichen Hunger nach Sinn verstehen eine Antwort zu geben vermag. Das kann aber nur die oder dasjenige, das unseren Horizont teilt. Und das ist eben der Horizont der Sterblichkeit. Und da kommt, wie gesagt, auch die ausgetüftelte KI niemals hin. Ja, Sie werden sich von dieser KI nichts sagen lassen, wenn sie Ihnen nur Lebendigkeit simuliert. Genauso wenig, wie Sie mit Ihrer Frau glücklich werden, wenn Sie das Gefühl haben, dass sie Ihre Liebe simuliert. Da wird nichts draus. Glauben Sie es mir. Dankeschön. Vielen Dank, Herr Dr. Quark. Vielleicht einen herzlichen, analogen Beifall. Dankeschön an Sie, dass Sie diesen Denkraum so schön geöffnet haben, auch mit den Fragen und einen schönen Nachhauseweg. Und tragen Sie es weiter an die Menschen.